Wie ist denn das hier? So, guten Morgen, Leute. Wer will nach solcher Musik überhaupt noch was sagen? Ich würde es ja am liebsten die Musik einfach anlassen. Heute geht es um die Indogermanen des 5. Jahrtausends. Da will ich einige neue Blogartikel referieren, die Inhalte, die so in den letzten Wochen von mir erschienen sind und die man eigentlich überhaupt nicht in Videoform referieren müsste, denn sie liegen ja schriftlich schon lange vor. Aber manchmal macht ja Kommunikation auch Spaß. Es geht also nur um diese Blogartikel. Ne? Ich will hier nicht allgemeines Gelaber haben. So, und die habe ich auch schon in die Videobeschreibung reingesetzt, diese Blogartikel. Und ich fange gleich an mit dem Ältesten. Der ist schon am 4. Mai erschienen, also vor 2 Monaten. Also die Hauptproblematik ist die folgende. Ne? Also seit 2019 ist von David Anthony, dem in den USA, dem bedeutendsten Archäologen, der die frühe Archäologie der Indogermanen vertritt, der darüber ein Buch geschrieben hat im Jahr 2007. Von dem ist 2019 sind da vorläufige Ancient DNA-Ergebnisse veröffentlicht worden. Die hatte ich auch alle schon in Bioform hier referiert. Nämlich, dass sich das Volk der Indogermanen, also der Steppengenetik, die Steppenherkunft, sich in der Qualünsk-Kultur gebildet hat. Und zwar findet man dort, wenn man dort die Skelette ausgräbt, die dort ausgegrabenen Skelette sequenziert, also DNA, also Knochenpulver herausbohrt und dieses Knochenpulver aufbereitet und daraus DNA extrahiert und diese dann sequenziert, dann findet man, dass die in unterschiedlichen Anteilen gemischt sind zwischen iranisch-neolithischen genetischen Herkunftsgruppe und der osteuropäischen Jäger-Sammler-Herkunftsgruppe. Die osteuropäischen Jäger und Sammler, die haben nördlich der Qualünsk-Kultur gelebt, also der Qualünsk liegt an der mittleren Wolga, da komme ich gleich darauf noch zu sprechen, und südlich der sogenannten großen Wolga-Schleife bei Samara. Die überhaupt habe ich mich jetzt aufgrund, weil da unsere Vorfahren herstammen, mich sehr intensiv mit der Wolga beschäftigt. Die Wolga ist ein Superfluss, also macht riesen Spaß, sich mit der Wolga zu beschäftigen. Und auch mit ihrer Geschichte ist für Mitteleuropäer sehr, sehr weit weg. Aber die Wolga ist für die russische Volksseele, hat die immer schon eine große Rolle gespielt. Und also wer ein Russe ist, der macht sehr gerne mal eine Dampferfahrt, also eine Dampferfahrt auf der Wolga, so mehrtägige Fahrt mit so diesen großen Kreuzfahrtschiffen da.
Und das ist, da gibt es auch viele Videos drüber, da kann man sich ja mal anschauen. Da kriegt man so erste Eindrücke von der Wolga, die ja ziemlich der größte, längste Fluss Europas, glaube ich. Und also sehr viele Superlative findet man bei der Wolga. Das will ich aber jetzt hier alles gar nicht ausbreiten. Jedenfalls an der mittleren Wolga dann. Und jetzt, das ist ganz wesentlich, ich habe mich eben jetzt sehr viel mal mit dieser Region insgesamt beschäftigt, weil man darüber ja gar nichts weiß. Die Qualünsk liegt, das könnt ihr euch alles in den Blogartikeln, die ich hier referiere, auch anschauen, liegt am Übergang der Waldsteppenzone, die sogenannte Waldsteppenzone, zur Steppenzone. Und das ist gleich schon mal ein erster wichtiger Hinweis. Komme ich drauf, lese ich gleich nochmal vor. Aber die Wald, also die Indogermanen, also die osteuropäischen Jäger und Sammler, die haben im Wald gelebt. Also das sind Wälder, die sind genauso wie bei uns hier in Mitteleuropa. Findet man in Qualünsk genauso. In Qualünsk gibt es einen Nationalpark, Qualünsk, Nationalpark von Qualünsk. Und dort kann man Wanderungen machen. Da gibt es Videos im Internet, wenn man da lang wandert. Das sind genauso Wälder wie hier bei uns in Mitteleuropa. Das finde ich erstmal schon sehr erstaunlich, ja. Und aus diesen Wäldern heraus sind die Indogermanen entstanden, aber eben genau an der Übergangszone, also auch der Nationalpark von Qualünsk, da gibt es schon, wenn man sich die Landschaftsfotos anguckt, gibt es eben so Einsprengsel von Steppenvegetation, ne, so will ich es mal nennen, also so ein bisschen wüstenartige Steppenvegetation. Und weiter südlich wird die dann immer, verstärkt die sich dann immer mehr. Also, und die haben sich ja von dort, von Qualünsk aus, in wenigen Jahrhunderten bis an den Kaukasus ausgebreitet, bis an den Don, also den Unterlauf des Don, das ist das Asowsche Meer, wo der mündet. Und das ist dann schon, das Asowsche Meer ist so ein Seitenmeer des Schwarzen Meeres. Also das ist also dieser Ursprungsraum der Indogermanen. Und ich finde, ja, das kann man schon mal sehr spannend finden oder wichtig sogar finden, mal jetzt über diese Urheimat der Indogermanen ein bisschen konkreter etwas zu erfahren. Ich habe mich damit nie beschäftigt und es ist auch sehr schwer, deutschsprachige Literatur zumindest im Internet, weiß nicht, einfach erstmal über diesen geografischen Raum zu finden und über das, was hat diese Geografie eigentlich zu sagen für diese Ethnogenese, die da stattgefunden hat. So, naja, das sind alles Fragen, die jetzt aufgeworfen sind, dadurch, dass eben die Qualünsk-Kultur identifiziert ist als die Urheimat der Indogermanen. Und das Hauptproblem ist, dass man jetzt erstmal sehr viel mit der russischen Sprache zu tun hat, denn die Archäologen, die dort forschen, sind ja Russen vor allem. Und die haben vor allem in Russisch publiziert. Und eigentlich kann zu diesem Thema nur derjenige gut Stellung nehmen, der Russisch kann. Ich kann das nicht. Der Hermann Patzinger ist ein bedeutender deutscher Archäologe, der Russisch kann. Und der hat auch Bücher darüber geschrieben. Sein Buch, was er darüber geschrieben hat, über die Archäologie Russlands, und fand ich nicht so. Der macht das sehr, weiß ich nicht, das ist eine Art, die mir überhaupt nicht liegt, wie er da die ganzen Kulturen, archäologischen Kulturen referiert. Also man kriegt überhaupt kein Gefühl dafür, was er da referiert, weil es ist eine riesengroße, jahrtausendüberspannende Geschichte der Indogermanen, die hat immer im russischen Raum stattgefunden und total spannend, aber da gibt es nicht so die tolle Literatur, dass man das mal so schnell gut alles verstehen kann. Und jetzt ist das wichtigste Buch, was in den letzten Jahren erschienen ist und was eigentlich schon diese Urheimat der Indogermanen klar vorausgesagt hat, ist auch in Russisch erschienen von Seiten eines moldawischen Archäologen, der heißt Valentin Dergatschew. Und das ist so schwer zu recherchieren, das wusste ich ja schon, das habe ich auch schon, glaube ich, in Videos referiert, weil da der spanische Archäogenetik-Blogger Carlos Quiles, der hat darauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Buch gibt. Super, super Hinweis, denn im Westen kennt das ja keiner. Und weiß ich nicht, also ja, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt so die eine oder andere Videovortrag von auch deutschen Archäologen, die über die Geschichte der Indogermanen referieren. Harald Hamann hat Interviews gegeben, die auch lehrreich sind. Aber Harald Hamann zum Beispiel ist ein Sprachhistoriker, der hat die Literatur zur Kenntnis genommen, der kennt sich gut in der archäologischen Literatur aus, auch in der russischen, weil er eben Russisch kann. Aber der redet auch mancherlei sehr eigensinnige Sachen. Also das muss man mit sehr viel Skepsis sich anhören, was der Harald Hamann zu dem Thema sagt. Und ich glaube, wenn ihr euch mich anhört, ich habe ja nicht so viele Abonnenten wie die Kanäle, auf denen Harald Hamann interviewt wird, aber ich würde mir wünschen, weiß ich nicht, dass die Leute sich auf meinen Kanal verirren, denn ich glaube, sie kriegen hier ein bisschen kompetentere Informationen. Also sagen wir mal, soweit das mir möglich ist,
Sicherlich kann der Harald Hamann natürlich auch einiges besser referieren als ich, insgesamt, weil er schon allein Russisch kann. So, und ich habe jetzt, ich habe den Herrn Degatschew sogar angeschrieben. Es hat lange gedauert, überhaupt, bis man als deutschsprachiger Mensch eine Literaturliste zusammenstellen kann, bis man den im Internet findet, weil der Degatschew ist moldawischer ethnischer Herkunft. Das heißt, seine Muttersprache ist Rumänisch. Das muss man erstmal alles verstehen. Überhaupt Moldawien muss man erstmal verstehen. Das ist Bessarabien. Das hat eine riesenlange Geschichte. Moldawien, Republik Moldawien, also das ist lange ein Fürstentum gewesen, Moldawien, das unabhängig war von Österreich-Ungarn und von Russland und in dem auch sehr viele Deutsche im Mittelalter schon angesiedelt wurden. Und da spielt der Deutsche Ritterorden eine Rolle. Das ist also in dem Karpatengebirge. Also unglaublich viel Geschichte, was man aber kaum kennt. So, weiß nicht, als gebildeter Mitteleuropäer. Ich habe davon null Ahnung bisher gehabt. So, ich musste also erstmal rauskriegen, dass dieser Degatschew, da gibt es zwei oder drei verschiedene Arten, den zu transkribieren, allein seinen Namen, auf westliche Buchstaben. Und deswegen ist das schon mal sehr schwer. Aber das könnt ihr alles in diesem Artikel finden, wie der jetzt geschrieben wird und wie man den recherchieren kann. Der Degatschew, Valentin Degatschew. Und den habe ich angeschrieben. Erst hatte ich ihn über verschiedene andere Portale gebeten, dass man seine E-Mail weiterleitet. Und irgendwann habe ich ihn dann selber erwischt. Und der klingt aber, ich habe gefragt, wann wird denn sein Buch endlich mal ins Deutsche übersetzt? Es ist auch 2007 erschienen, ne? Pferde, Zepter, Krieg. Und er hat mir geschrieben, nee, das ist eine vergangene Phase seines Lebens. Also er scheint da auch keinen Stolz zu empfinden auf sein Buch. Und dabei war er derjenige, der im Jahr 2007 als David Anthony sich total offen geäußert hat. Der hat nicht gesagt konkret Kavalinskultur, sondern ja, das haben alle Archäologen irgendwo gesehen, irgendwo an der Region der mittleren Wolga. Aber dass man jetzt konkret sagt, das war die Kavalinskultur, das ist meines Erachtens nur der Degatschew gewesen. Der hat auch Vorläufer gehabt. Also der Degatschew hat auch sehr viele innerwissenschaftliche Gegner gehabt. Und ich glaube, er wirkt auf mich sehr verbittert. Ich kenne die Einzelheiten dazu nicht, aber man kann in der Literatur finden, ja, dass immer wieder, es gibt einen moldawischen Archäologen, der an der Universität Berlin, was gerade den Namen nicht irgendwie was lehrt, und der, ne, es gab sehr viele Leute, die haben das ist die Maria Gimbutas, die als erste gesagt hat, die Kurgan-Kultur sind die Indogermanen. Und das hat sich ja alles bewahrheitet. Ne? Da habe ich jetzt gerade erst vor wenigen Wochen, der Harald Hamann hat in seinem Interview, ich springe jetzt mal hin und her zwischen den Blogartikeln, mal sehen, was hier im gibt es irgendwas im Live-Chat, was wichtig ist? Nee. So, also hört ihr mich überhaupt, bitte mal eine Rückmeldung geben, ob man mich hören kann. Aber bei 7 Zuschauern wird es ja wahrscheinlich so sein. Gut, jedenfalls habe ich, hier gibt es einen Blogartikel, 31. Mai. Der Harald Hamann erwähnt nämlich in seinem letzten Interview, was man auf YouTube finden kann, wo er mancherlei Unsinn redet. Er sagt zum Beispiel, die Bauern der Donauzivilisation, die wären aus den einheimischen Jägern-Sammlern hervorgehoben. Das ist Unsinn. Die stammen aus Anatolien. Aber es ist jetzt nicht wichtig. So, jedenfalls der weist darauf hin, dass der Colin Renfrew, das ist ein sehr bedeutender, sehr namhafter britischer Archäologe, dass der den Sieg der Maria Gimbutas schon eingestanden hätte, und zwar in einem Vortrag im Jahr 2017 in Chicago. Und da habe ich natürlich gleich, das fand ich ja spannend, denn sowas habe ich bisher noch nicht gehört, dass die archäologische Fraktion, die eigentlich immer gegen die Maria Gimbutas war, und die ist in den letzten Jahren sehr stark gewesen, fast vorherrschend, dass die einfach mal eingesteht, hallo, wir lagen falsch. Ne? Und das von deutschen Archäologen habe ich das nicht so ausgeprägt. Findet man auch das eine oder andere, habe ich ja diesen langen Blogartikel geschrieben, Kossina lacht. Ne, der deutsche Archäologe Volker Heidt hat einen Artikel geschrieben, der hieß Kossinas Smile. Ne, also Gustav Kossina hat nämlich auch recht. Ja, super, Ton bestens, klasse. Ja, das ist immer mein Hauptproblem hier mit dem Ton. So, also, jedenfalls Gustav Kossina hat auch recht. Ne, der Gustav Kossina war derjenige deutsche Archäologe, der gesagt hat, die Keramikkulturen, die Archäologen überall finden, ne? Schnurkeramik, Glockenbecher und so weiter, das sind Völker. Ne? Also Keramik hat sich gemeinsam mit den Menschen ausgebreitet. Ne? Da gab es lange der Streit in der Archäologie Pots versus People, also haben sich nur die Keramikstile ausgebreitet oder haben sich mit den Keramikstilen gemeinsam auch die Völker ausgebreitet, Menschen.
einer jeweils sehr scharf umrissenen Genetik. Ne? Das sind Völker. So, und tatsächlich, und da hat die Archäologen in Deutschland haben jahrzehntelang gesagt, nein, Gustav Husina, ganz gefährlich, weil die Nationalsozialisten auf ihnen ihr ganzes Weltbild aufgebaut haben, was auch nochmal in Frage zu stellen ist, ob das wirklich so war. Der Gustav Husina ist 1931 gestorben und die deutsche Archäologie hat bis 1945 ihm eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Auch nach 1945 findet man durchaus Studien, wo der nicht jetzt der hat ja wissenschaftliche Leistungen erbracht. Ich war ja in Heiligengrabe und dort war ein Schüler von Gustav Husina, der hat ein riesentolles, super tolles archäologisches Museum aufgebaut, hier in der Prignitz, was wirklich super Forschung gemacht hat. Also die Husina-Schule in der deutschen Archäologie, die hat hervorragende wissenschaftliche Arbeit gemacht. Und das ist in den letzten Jahrzehnten immer so ein bisschen untergebügelt worden. Aber jetzt wird es klar, ja, der Gustav Husina hat Recht behalten. Ja. Was schade ist, dass das nicht gefeiert wird, ne? Denn das ist an der Öffentlichkeit. Ich bin der einzige YouTuber, der sich darüber freut, ja, oder der irgendwie mal jetzt mal das feiert, ja, dass hier eine große archäologische Schule, die lange Zeit eben gar nicht deren wissenschaftliche Verdienste unter den Teppich gekehrt wurden, dass die einfach dasteht und Recht behalten hat. Also das gilt einerseits für Gustav Husina, zweitens gilt es eben für die Maria Gimbutas, das ist eine litauische Archäologin, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland glaube ich, promoviert hat und habilitiert hat, aber dann in die USA gegangen ist und die eben diese Kurgan-Kultur, diese These aufgestellt hat, dass die Indogermanen aus der Kurgan-Kultur stammen. Das hat der Gustav Husina noch nicht gesagt. Man wusste das eben, da gab es viel Streiterei, wo die Indogermanen eigentlich herstammen, aber die Maria Gimbutas hat das schon in den 50er, 60er Jahren gesagt und seitdem ich zum ersten Mal auf die Maria Gimbutas gestoßen bin, war mir eigentlich, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht sagen, warum, aber es war mir sofort klar, dass sie recht hat. Also wer sich nur ein bisschen beliest, ich bin jetzt nicht so tief und gründlich in die Literatur eingestiegen, aber ich hatte von Anfang an, weiß auch gar nicht, warum ich das hatte, von Anfang an hatte ich das Gefühl, ja, so muss es sein. Weil, und jetzt kommt Colin Renfrew, ne, der Renfrew, da gab es eben verschiedenste Leute, die immer gesagt haben, nee, Maria Gimbutas hat nicht recht. Da gehört der Colin Renfrew dazu und dann kommen sogar die Genetiker dazu, der Cavalli-Sforza kam dazu, Luigi Cavalli-Sforza, ein sehr namhafter italienischer Genetiker, der dann auch schon anhand der Blutgruppengenetik und verschiedener sehr vager genetischer Forschungen, die also heute alle überholt sind, die Vermutung geäußert hat, nein, die Indogermanen stammen aus Anatolien. Und da hat auch sich der Herr Colin Renfrew für begeistert, ja, der hat bis 2017 überzeugungsstark die Meinung vertreten, die Indogermanen stammen aus Anatolien. Ja, so, jetzt bin ich schon mal sehr weit umgeschweift hier. Jedenfalls, da habe ich jetzt einen Blogartikel, habe ich mir diesen Vortrag von Colin Renfrew aus dem Jahr 2017 in Chicago angesehen. Und das möchte ich jedem Menschen empfehlen, der nur irgendwie eine Spur Englisch kann. Das ist ein Vortrag, wo man sogar gut Englisch lernen kann, weil der spricht astreines Oxford-Englisch. Und das macht einen so einen riesen Spaß, diesem Mann zuzuhören. Ich kann gar nicht genug sagen, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Der ist very British und very old school, so von seiner ganzen Art, ja. Und sein Titel heißt Maria Redi, ja, da muss man ja manchmal, das ist ein lateinisches Wort, das haben die da auf YouTube falsch hingeschrieben schon allein. Also man merkt, das Wort wird nicht oft benutzt. Maria Rediviva, Rediviva, das heißt irgendwie wiederbelebt oder was. Also man kann auf Deutsch sagen, Maria Gimbutas quicklebendig, frisch und fröhlich steht sie in der Welt und ist vollkommen bestätigt worden von der modernen Archäogenetik. Und der Colin Renfrew, der macht darüber überhaupt keine lange, der hat keine Seelenqualen, deshalb der will nicht noch länger warten, ob noch andere Forschung dann doch wieder was anderes, sondern der sagt klipp und klar, ja, sie hat recht. Ne, das feiere ich deshalb so, weil das eben so selten passiert ist. Ich habe da so selten solche Reaktionen gefunden. Ja. Also ich lese das mal kurz vor, Chicago 2017. Er hat eine menschliche Haltung, zeigt er in diesem Vortrag, die man einfach nur vorbildlich nennen kann. Also er ist der Hauptvertreter, der durch die archäogenetischen Forschungen widerlegt worden ist. Der Hauptvertreter der Anatolien-Hypothese. Ich habe das hier ein Schlachtschiff genannt, ne? So eine, wenn man sowas als,
wenn da die ganze Wissenschaft, wenn sich da viele, viele Wissenschaftler drum gruppieren, das ist wie ein Schlachtschiff, was durch die Wissenschaftslandschaft segelt und jetzt kommt ein voller Granatenschuss auf dieses Schlachtschiff drauf, bomm, eigentlich total kaputt und fast schon gesunken. Aber der Herr Renfrew hat 2017 noch Vorbehalte gehabt, ob sein Schiff wirklich gesunken ist, aber dass schwere Einschläge auf diesem Schiff gelandet sind, das stellt er überhaupt nicht in Frage. Ja. Also mit welcher Großzügigkeit Renfrew spricht, also das ist einfach Fairness, also richtig schöne, echte wissenschaftliche Fairness, dass man, wenn eine wissenschaftliche Hypothese widerlegt ist, dass man einfach sagt, ja, sie ist widerlegt, ja, dass man nicht lange rumredet. Also ich habe ja die Kernsätze seines Vortrages hier mal in Paraphrase auf Deutsch übersetzt. Die Archäogenetik hat einige der Theorien von Maria Gimbutas wiederbelebt. Hätte ich diese Vorlesung vor 3 oder 4 Jahren gehalten, hätte ich sie mit sehr vielen kritischen Äußerungen über Maria Gimbutas beendet, ne, weil er ja eigentlich der Meinung war, sie hat überhaupt nicht recht behalten. Aber Sie werden sehen, dass gerade sie am Ende als der triumphierende Vorläufer dessen dastehen wird, was wir heute an Erkenntnissen in den wissenschaftlichen Laboren gewinnen, also in der Archäogenetik. Also sie hat es vorausgesagt, was jetzt auch die Archäogenetik bestätigt. Und wirklich, dass man das einfach so gerade klar und ohne, was weiß ich, ohne Seelenqualen sozusagen, ne? Ich habe hier gesagt, ich habe ja in meinem Aufsatz Cossina lacht, da habe ich ja verschiedene deutsche archäologische Stellungnahmen da zusammengetragen zu diesem Thema. Einer hat da zum Beispiel, ich weiß den Namen gerade nicht, Burmeister oder was, der hat hier, ein deutscher Archäologe hat seinen Vortrag damals betitelt: Ist die Archäogenetik ein Wolf im Schafspelz oder Schaf im Wolfspelz? Ja, aber auf jeden Fall, es muss was mit Wölfen und Schafen zu tun haben, als wäre Wissenschaft gefährlich, ja, als wären wissenschaftliche Erkenntnisse gefährlich. Ja, und das ist schon das höre ich beim Colin Renfrew überhaupt nicht aus, ja, dass irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis gefährlich sein kann. Gefährlich ist, was Menschen daraus machen. Ja, und da darf man aufpassen, aber eine wissenschaftliche Erkenntnis ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, Punkt. Und da sieht man, wie Ideologie durchdrängt deutsche Archäologen sein können. Ja, bloß keine falschen Erkenntnisse gewinnen. Das ist falsch. Der Ansatz ist völlig falsch. Völlig falsch. Es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Da spielen außerwissenschaftliche Einflüsse eine Rolle auf das, was man bereit ist, wissenschaftlich anzuerkennen oder nicht. So. Und deswegen muss ich diesen Renfrew hier so feiern. Ja, ich hatte von dem Renfrew bis heute nie, der hat besonders einen Eindruck, hat er nicht auf mich gemacht, weil ich den immer als den Vertreter der Anatolien-Hypothese wahrgenommen habe. Und ich fand das eine sehr simple These, die eigentlich von vorne, da stimmten viele Details schon ja seit Jahrzehnten, passten dazu nicht. Wie will man denn die ganze Kurgan-Kultur und ihre Ausbreitung mit Anatolien zusammenbringen? Naja, aber was ich jetzt hier an positiven Dingen noch festhalten muss, ist das Buch von Dergachev, was ich hier behandeln will, von diesem moldawischen Archäologen. Dieses Buch ist auf Anregung von Colin Renfrew entstanden. Also der Colin Renfrew hat im Sommer 1999 den Wladimir Dergachev um einen Tagungsbeitrag gebeten. So, er wollte also einfach die andere Seite, die gegen die Anatolien-Hypothese wissenschaftliche Fakten zusammengetragen hat, auch zu Wort kommen lassen. Also der war da völlig, und man merkt es auch an seinem Vortrag an, also der steht da völlig über den Dingen. Also wenn halt die andere Seite recht hat, hat sie recht, fertig ist der Lack. Und das hat er auch schon scheinbar so 1999 so vertreten, diese Haltung. Ja, hat halt damals eine andere Meinung gehabt, wobei ich aber immer so ein bisschen das Gefühl habe, hat er das seine Meinung wirklich ernst genommen mit dieser Anatolien-These? Naja, ist auch alles jetzt nicht mehr so wichtig. Was ich noch interessant fand, ist, er sagt zum Schluss seines Vortrages, der Colin Renfrew, die hauptarchäogenetische Studie, die ich auf meinem Blog ja auch behandelt habe, ne, die ist 2015 erschienen, da ist das passiert, ne, da ist dieser schwere Einschlag auf seinem Schlachtschiff passiert, die hieß: Massive Ausbreitungsbewegungen aus der Steppe heraus sind die Quelle für die indoeuropäischen Sprachen in Europa. So ist auf Deutsch übersetzt der Titel. So, und der Colin Renfrew hat oder andere Archäologen haben gewarnt, in dieser Form ist dieser Titel zu voreilig. Jumping too many guns. So, das ist zu voreilig. Wir dürfen das nicht so nennen. Wir sollten den Titel lieber umbenennen und der
Titel, unter dem die Studie inzwischen dann erschienen ist, der heißt dann eher, sind eine Quelle für die indoeuropäischen Sprachen in Europa. So, da hat er sich noch eine Hintertür offen gelassen, Herr Renfrew, denn er bringt dann auch so ein paar komische Argumente vor, dass ja letztlich die Indogermanen doch in Anatolien entstanden sein könnten, von Anatolien erst nach in die Steppe, ins Nordschwarzmeergebiet gewandert sein könnten und sich von dort aus ausgebreitet haben können. Also da ist schon mal zumindest eine starke Modifizierung seiner eigenen Hypothese, denn die ursprüngliche Anatolien-Hypothese hat gesagt, die sind übers Mittelmeer nach Italien und Balkan und so weiter. Und jetzt sagt er also, gut, vielleicht ist es dann eben über den Kaukasus in die Steppe oder was. Ich weiß nicht, wie er heute darüber denkt, der Colin Renfrew, denn inzwischen sind ja viele andere Studien erschienen, wo das eigentlich sehr deutlich wird, dass im Kaukasus man zu früheren Zeiten nur diese Bauerngenetik aus Anatolien beziehungsweise aus dem Iran findet, also im südlichen Kaukasus, aber eben nicht indogermanische Genetik. Also wenn die aus Anatolien gekommen wären, die Indogermanen, dann müsste man sie doch die Genetik im Kaukasus finden. Und das ist eigentlich schon 2018 schon widerlegt worden. Also ein Jahr später war sein eigener Vortrag auch schon wieder widerlegt. Aber ich will ja mal hinweisen, dass es auch solche Haltungen gibt. Und das ist für mich eine gewisse, ne, also da ist man wieder mit sich im Reinen und sagt, ja, die Archäologie, es gibt nicht nur verquastete und so ein bisschen verkrampfte Leute, sondern einfach fröhliche, offene Leute, die Wissenschaft mit total großer Fairness und Großzügigkeit behandeln können und einfach auch ihre eigene wichtigste These ihres eigenen Lebens ja einfach so sagen können, gut, widerlegt. So wünscht man sich doch Wissenschaftler. Gut, da habe ich schon gleich den letzten Blogartikel hier vom Inhalt her referiert, der erschienen ist. Ich springe jetzt wieder zurück zu dem ersten in meiner Videobeschreibung, also Pferdezepterkrieg, das Buch von Wladimir Dergatschew. Ne? Und dann habe ich noch einen anderen namhaften Archäologen angeschrieben, weil ich einfach wissen will, was ist denn jetzt los? Seit 2019 wissen wir, die Qualinskultur ist die Urheimat, aber weder die offiziellen Studien erscheinen, die Archäogenetik kommt nicht voran. Also David Reich hat jahrelang, Monat für Monat neue Studien publiziert und jetzt sammelt er riesengroße Datenmengen über die Urheimat der Indogermanen, aber er publiziert sie nicht. Nur der David Anthony hat da so einen Vorbericht gegeben und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und und dieser Archäologe hat mir gesagt, ja, die Studien sind in Arbeit, brauchen noch eine Weile, hat aber auch gesagt, ich will nicht zu viel hier so interner veröffentlichen. Ich lese das mal hier vor. Von sehr kundiger Seite wird mir mitgeteilt, dass viele der Betrachtungen der Beobachtungen des moldawischen Archäologen Wladimir Dergatschew, auf die wir hier hinweisen, ihre Gültigkeit gerade unter Berücksichtigung der neuesten Daten der Archäogenetik behalten werden. Dazu werden bald, so ist zu hören, neue wissenschaftliche Aufsätze erscheinen. Ich habe gerade eben, bevor ich das Video angemacht habe, nochmal geguckt auf einer bestimmten archäologischen Zeitschriftenseite, wo die neuesten Aufsätze immer erscheinen, da soll nämlich einer kommen, immer noch nicht da. Der David Anthony lässt sich also auch sehr viel Zeit. Das ist ja hier auch schon wieder ein Monat her. Ich dachte, das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Nein, nichts da. So, ich finde, nach 2 Jahren, wenn man 2 Jahre sich Zeit lässt, für so eine wesentliche Erkenntnis, dass die Urheimat der Indogermanen an der Qualinskultur, das finde ich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Muss das so sein? Es war bisher bei den Studien der Archäogenetik nicht so. So, und es wird auch wenig, ne, also auch David Anthony lässt sich scheinbar Zeit und da darf man ungeduldig werden als wissenschaftlich interessierter Laie. So, und deswegen aus dieser Ungeduld heraus habe ich jetzt auch, wie gesagt, den Dergatschew angeschrieben und gefragt, gibt es denn keine deutsche Übersetzung oder eine englische Übersetzung seines Buches? Es gibt, also dieser Tagungsbeitrag, den er bei Colin Renfrew gehalten hat, der ist auf Englisch erschienen. Und das ist praktisch der Inhalt des ersten Teils seines Buches und den hat er mir dankenswerterweise geschickt. Und daraufhin habe ich diesen Blogartikel geschrieben, weil ich da jetzt schon mal wenigstens einen Teil seines Buches einigermaßen gültig referieren kann. Und da geht es eben um die Geschichte der Kukuteni-Tripolje-Kultur. Die hat sich ja in Bessarabien, das ist die Urheimat der Kukuteni-Tripolje-Kultur liegt in Bessarabien, also in der Republik Moldau, am oberen Prut und am oberen Seret. Das sind zwei Flüsse, die in den Ostkarpaten entspringen und dann in die Donau münden und mit der Donau zusammen dann ins Schwarze Meer fließen. Zwei ganz bedeutsame Flüsse, Seret und Prut.
dort an den Oberläufen dieser beiden Flüsse, da ist eine Kernregion der Kukutini-Tripolje-Kultur. Und die Kukutini-Tripolje-Kultur, das sind also zwei Ausgrabungsorte. Tripolje liegt am Dniester. Am Dniester oder am Dnieper? Nee, ich glaube am Dnieper. Ah, da geht es schon wieder los. Also diese ganzen Flüsse da in der Ukraine, ist dann, muss man erst mal unterscheiden. Nee, ich glaube am Dnieper. Ne? Kiew, also etwas südlich von Kiew. Kiew liegt ja am Dnieper. Ne? Gehen wir mal davon aus, stimmt das? Will ich jetzt gerade, kann man gucken. Also jedenfalls südlich von Kiew gibt es einen Ausgrabungsort an einem großen Fluss, der Dnieper wahrscheinlich heißt. Und dort, der heißt Tripolje, und dort haben die russischen Archäologen eine archäologische Kultur entdeckt. Ende des 19. Jahrhunderts fand das statt. Und die haben sie Tripolje-Kultur genannt. Und die rumänischen Archäologen, die haben, ich habe das den Blogartikel, glaube ich, noch gar nicht veröffentlicht, die haben irgendwo östlich der Karpaten eine Kultur entdeckt, und zwar in dem Dorf Kukuteni. Und deswegen haben sie die Kultur Kukuteni-Kultur genannt. Aber später hat sich herausgestellt, das ist ja die gleiche Kultur, aber jetzt muss sie eben immer diesen Doppelnamen haben, weil das eben gleichzeitig von sprachlich unterschiedlichen Archäologen entdeckt worden ist. Diese Kukuteni-Tripolje-Kultur hat sich um 5000 vor der Zeitrechnung eben östlich der Karpaten gebildet. Also eigentlich Kukuteni-Kultur ist der richtigere Name, denn das ist der Ursprungsraum dieser, vielleicht nenne ich die jetzt nur noch Kukuteni-Kultur, fällt mir gerade ein. Dieses Tripolje ist ja schön, dass es da eine große Siedlung am Dnieper gegeben hat, aber eigentlich der Ausgangsraum ist hier der Raum rund um Kukuteni in Rumänien. So, und also in der ehemaligen Fürstentum Moldau. Mit der Geschichte des Fürstentums Moldau will ich mich auch noch ein bisschen beschäftigen. Da habe ich noch nicht genügend. Ich habe mich nur so ein bisschen, ich habe dann gemerkt, ja, schon der Deutsche Ritterorden hat dort, weiß nicht, habe ich das in einem der Blogartikel schon veröffentlicht, der hat dort in einer Stadt, muss ich mal gucken, ich glaube, ich habe noch vieles unveröffentlicht gelassen, der hat da in einer Stadt in den Ostkarpaten Deutsche angesiedelt. Also da gibt es eine deutsche Ritterburg, eine Burg des Deutschen Ritterordens, und die Stadt heißt bis heute Deutsche Stadt oder was. Och, jetzt habe ich die Einzelheiten alle gar nicht. Oh, wo habe ich denn das überhaupt? Na gut, das habe ich scheinbar noch nicht veröffentlicht. Muss ich gerade mal zu meinen unveröffentlichten Sachen rüberspringen. Jedenfalls finde ich das ganz spannend, dass da die Deutschen haben ja in Siebenbürgen gesiedelt, Siebenbürgen im Mittelalter besiedelt, die Siebenbürgener Sachsen. Aber die haben überall in den Randregionen dieses Großraumes zwischen der Kukuteni-Kultur und der Steppenkultur, der indogermanischen Urheimat, haben überall Deutsche gesiedelt. Und zwar immer in den Randregionen. Ne? Die Wolhynien-Deutschen, die haben im südlichen Polen gesiedelt, und bis dorthin hat sich die Kukuteni-Kultur ausgebreitet. Die Deutschen haben in Bessarabien gesiedelt, und bis dorthin hat sich die Kukuteni-Kultur ausgebreitet. Dann gibt es Schwarzmeerdeutsche, dann gibt es Kaukasusdeutsche, und dann gibt es Deutsche, die haben an der mittleren Wolga gesiedelt. Das ist die Urheimat der Indogermanen. Und diese ganzen deutschen Siedlungsgebiete sind ja längst aufgegeben, 1945 oder 1941. 1941 sind die Wolga-Deutschen ja von Stalin deportiert worden nach Kasachstan. Ganz schlimme Sachen sind da passiert. Gut, aber das wollen wir jetzt alles nicht behandeln. Nur das nur nebenbei gesagt. Jetzt gucke ich gerade noch, ob ich hier... das habe ich hier, Kukuteni, da gibt es noch einen langen Blogartikel, den müsste ich mal veröffentlichen. Und das finde ich sehr spannend. Du bist mir so einer, den ich sehr schnell sperren werde, hier der Kommentator. Es ist hier keine Gitarrenstunde angesagt. Ne? So, und so komische Bemerkungen brauche ich hier nicht. Das habe ich schon in früheren Livestreams darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier keine flapsigen Bemerkungen wünschen. So, es gibt hier die deutsche Burg bei Targu Neamt in den Ostkarpaten. Und da habe ich hier Landschaftsfotos, die werde ich irgendwann mal veröffentlichen. Da ist ein toller Ausblick über die Urheimat der Kukuteni-Tripolje-Kultur. Es ist eine reiche, fruchtbare Gegend gewesen, so wie sie auch hier bei uns in Mitteleuropa war. Ne? Also landschaftliche Eindrücke, genau wie in Mitteleuropa. Und das, ich kann da mal ein paar Sachen draus schon vorlesen. Kukuteni.
Kokoteni liegt zwischen Seret und Prut, 27 Kilometer östlich des Seret und 65 Kilometer westlich des Prut. So, kennt kein Mensch die Region, ich kannte die ja auch nicht. 180 Kilometer westlich von Chișinău, der heutigen Hauptstadt Moldawiens, also dort, wo der Gardchef wohnt und seine Forschung macht. So, dort liegt dieses die Ortschaft Cucuteni, wo nach der die Cucuteni-Kultur behandelt ist. Und wenn man jetzt wissen will, wenn man das für sich einordnen will, dann stößt man drauf, 80 Kilometer östlich von Cucuteni liegt Kreuzburg an der Bistritz. Habe ich so auf Google Maps entdeckt, Kreuzburg an der Bistritz. Da denkt man sich gleich, hallo, ist das eine deutsche Stadtgründung gewesen? Ja, eines der rechten Nebenflüsse des Seret. Rumänisch heißt Kreuzburg nämlich Piatra Neamț, zu übersetzen mit Deutschstein. Das ist ein riesengroßer Berg in der Mitte dieser Stadt oder direkt am Rand der Stadt. Und ein hoher, bewaldeter Berg, der die Stadt dominiert, und den hat man Deutschstein genannt. Also das ist ganz klar, diese Stadt ist von Deutschen gegründet worden. Und dieses Kreuzburg an der Bistritz liegt auch in dem Kreis Neamț, also rumänisch Neamț, und das ist der deutsche Kreis. Auf Rumänisch wird er heute noch deutscher Kreis genannt. So, und die über 1000 Jahre hinweg existierende Cucuteni-Kultur ist im deutschen Kreis mit einer bemerkenswerten Zahl von Siedlungen vertreten. Ungefähr 150 Cucuteni-Tripolio-Kultursiedlungen findet man allein in diesem einzigen Kreis. Also es ist genauso dicht besiedelt wie, fast noch dichter besiedelt als die Bandkeramik bei uns hier in Mitteleuropa. Und die Bandkeramik, darauf wollte ich ja zu sprechen kommen, die hat sich ja bis in diese Gegend ausgebreitet. Und die Cucuteni-Kultur ist aus dieser Bandkeramik heraus hervorgegangen, aber da will ich gleich noch was dazu sagen. So, und dort existierte sie 1000 Jahre lang. Gut, und 40 Kilometer weiter nördlich von diesem Kreuzburg an der Bistritz liegt noch eine Stadt im Schutze einer Ritterburg des Deutschen Ritterordens, und die heißt Târgu Neamț, was mit deutscher Markt zu übersetzen ist. Und die liegt am Fluss Neamț. Wer wusste das? Ich wusste es nicht. Wer weiß das auch? Und das ist mit deutscher Fluss zu übersetzen. Und das sind alles Regionen, die haben früher zum Fürstentum Moldawien gehört. So. Und es ist ganz klar, dass das alles von Deutschen begründet worden ist. Aber die Historiker tun sich schwer. Die gehen davon aus, dass das Deutsche waren, aber die haben sich sehr schnell an die umgebende rumänische Sprache angepasst. Also die waren schon, was nicht, im späten Mittelalter waren das Rumänen. So, diese Ortsbezeichnungen machen einem bewusst, dass im Mittelalter nicht nur in Siebenbürgen Deutsche siedelten, sondern dass die von Siebenbürgen über die Ostkarpaten hinüber da auf die östliche Seite der Ostkarpaten gesiedelt haben. Entsprechend der päpstlichen Bulle von 1232 errichtete der Deutsche Orden aus dem Burzenland zwischen 1211 und 1225 auf der Ostseite der Karpaten ein Castrum Muntissimum, das später als diese Burg identifiziert wurde. Das habe ich jetzt alles von Wikipedia. Es wurde an diesem Ort auch ein eindrucksvolles mittelalterliches Kloster errichtet. Sächsische Siedler überquerten die Karpaten von Bistritz aus und errichteten eine Marktsiedlung. Neamț war eine deutsche Siedlung des 13. Jahrhunderts, als der deutsche Ritterorden Einfälle von Siebenbürgen aus gegen die Kumanen in Moldawien unternahm. Also Kumanen wären die Vorfahren der Rumänen gewesen sein, die waren damals noch Heiden. Also das ist die gleiche Zeit als Ostpreußen, als die Prutzen zu Christen zwangschristianisiert wurden. Und das hat hier der deutsche Ritterorden auch in den Karpaten gemacht. Gut, das wollte ich nur noch mal hier so festhalten. Und dann gibt es noch einen Wikipedia-Artikel zum Fürstentum Moldau, heißt das, glaube ich. Muss man gerade schauen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ach no, ein Wikipedia-Artikel zu den Bukowina-Deutschen. Ne? Die sind ja auch 1941 zurück ins Reich umgesiedelt worden. Und bereits seit dem 14. Jahrhundert lebte eine kleine Gruppe deutscher Handwerker und Kaufleute im Fürstentum Moldau. Sie verschwand aufgrund der Assimilation durch die Xango im Verlauf des 17. Jahrhunderts vollständig so. Also damit kann man sich auch nochmal beschäftigen. Ja, ich habe hier noch viel zusammengetragen, was ich noch alles sehe ich gerade erst jetzt, das habe ich noch gar nicht veröffentlicht, aber das kommt dann irgendwann mal. So, jetzt, also das war nochmal über die deutschen
Die deutsche mittelalterliche Ostsiedlung kann man sich an diese Region auch ansiedeln, auch annähern, mit der wir es hier zu tun haben, mit dem Fürstentum Moldau und mit der Region Oberer Seret, Obere Brut. Ne, das ist über 100 Kilometer voneinander entfernt, die beiden Flüsse. Also das sind große geografische Räume, wie überhaupt das Ausbreitungsgebiet der Cucuteni-Tripolje-Kultur ist ungefähr so groß wie das Deutsche Reich von 1914 gewesen. Habe ich jetzt mal irgendwo auch festgehalten, damit man ein Gefühl hat, für die Zeit, für den großen Raum, für die großen geografischen Räume, mit denen wir es hier zu tun haben. Also das ist, die Menschen der Cucuteni-Tripolje-Kultur waren so ein großes Volk wie die Deutschen heute. Ne? Und eben aber am Rande der Ostkarpaten. Also von den Ostkarpaten aus, und die haben sich über 1000 Jahre total expansiv ausgebreitet, aber als Bauern. So. Gut, jetzt, und zwar, die haben, das ist ja alles super spannend, ich kann ja gar nicht, die haben sich als Bauern ausgebreitet, die haben ja Mega-Sites gehabt, die haben schon erste Städte gehabt, die ersten Städte Europas, und die haben die Böden, da gibt es eine Studie, die habe ich schon vor 2 Jahren ausgewertet, da haben die Archäologen die Entwicklung der Bodenqualität erforscht, und das finde ich auch sehr spannend. Es ist so, die ersten Bauern Europas, sowohl in Mitteleuropa wie da in den Karpaten, die haben immer die Lösbodenregionen besiedelt. Also dort, das war auch bei uns hier in Deutschland, waren das ursprünglich alles Schwarzerdeböden. Das ist der gleiche Schwarzerdeboden, wie es den heute noch in der Ukraine gibt. Und diese Schwarzerdeböden sind aber aufgrund der langen Jahrtausende von Landwirtschaft heute Braunböden geworden. Also die Bodenqualität ist schlechter geworden. Hier in Mitteleuropa. Und diese Bodenqualität ist auch, haben die Forscher da festgestellt, in der bandkeramischen Zeit schlecht geworden. Und man könnte die Vermutung haben, die ist mir da jetzt gekommen, dass einer der Gründe für den Untergang der Bandkeramik einfach die Erschöpfung der Bodenqualität war. Also die haben jahrhundertelang einfach Ackerbau betrieben und der Boden wurde immer schlechter, die Erträge wurden dadurch immer schlechter. Und dann die nachfolgenden Kulturen nach der Bandkeramik, die Bandkeramik ist untergegangen, die Bandkeramiker haben sich mit den einheimischen Jägern und Sammlern verstärkt vermischt, sowohl hier bei uns in Mitteleuropa, da sind die mittelneolithischen Kulturen daraus hervorgegangen, die schon einen Adel kannten, also die große Reiche hatten, aber die Siedlungsdichte ist dann nicht mehr so hoch in Mitteleuropa und die haben auch mehr extensive Herden, Rinderwirtschaft betrieben, vielleicht, weil einfach die Bodenqualität nicht gut genug war und weil die nicht gelernt haben, die Bodenqualität zu pflegen. Ne? Weiß nicht, durch Brache, im Mittelalter wurde die Bodenqualität durch Brache gepflegt, durch Düngung, und wie die da in die Cucuteni-Kultur, diese Bodenqualität, jedenfalls findet man, dass die Bodenqualität zur Zeit der Cucuteni-Kultur wieder besser geworden ist, nachdem sie nach dem Untergang der dortigen Wandkeramik schlechter geworden ist. Das sagen jetzt die Archäologen. Und das finde ich sehr spannend. Das heißt, diese Cucuteni-Kultur muss irgendwelche Agrartechniken besessen haben, aufgrund derer sie die Bodenqualität gepflegt hat und deshalb so stark prosperieren konnte. Also die müssen auf irgendeine Weise super fortschrittlich gewesen sein. Die Cucuteni-Kultur ist ebenfalls entstanden aus einer Vermischung mit einheimischen Jägern und Sammlern. Also 20% westeuropäische Jäger und Sammler haben bei der Ethnogenese der Cucuteni-Kultur eine Rolle gespielt. Die haben sich mit den dortigen Bandkeramikern vermischt. Und das heißt auch, dass die westeuropäischen Jäger und Sammler sich bis in die Karpaten ausgebreitet haben müssen. Schon bevor der Ackerbau überhaupt nach Europa gekommen ist. Gut, das ist zur Ethnogenese der Cucuteni-Kultur zu sagen. Genau, und die hat sich aus diesem Kernraum da in Siebenbürgen und in den Ostkarpaten dann bis an den Dnieper ausgebreitet und noch weiter, ja, also bis auf die Krim. Und also das ist eine riesen Ausbreitungsbewegung gewesen. Das ist durch hohe Geburtenzahlen, ne? Also es ist Demografie. Einfach, das sind Familien, die schöpfen die Möglichkeit, die Gebärmöglichkeiten einer Frau voll aus. Ne? Das hat es auch in die Wolhyniendeutschen zum Beispiel, die Urwälder in Wolhynien gerodet haben, das waren Rodungsbauern, die haben Knochenarbeit gemacht, diese Wälder, Urwälder zu roden. Das ist ja auch das, was die Bandkeramiker gemacht haben. Die haben ja auch Wälder gerodet. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für die Cucuteni-Kultur gilt, aber die haben, also die Wolhyniendeutschen, die haben 10 bis 12 Kinder pro Frau gehabt. Also die haben eben keine, das war sowieso früher nicht üblich, dass die Geburten
Beschränkung gemacht haben und waren außerdem auch überzeugte Christen. Die waren sehr fundamentalistische Christen, weiß ich jetzt gerade nicht was, aber sehr christlich. Meistens sind das solche Siedler. Ne? Die Mennoniten sind ja auch solche sehr bibelfesten Christen, auch die Amish People in den USA und die Hutterer, die ja auch alle sehr viele Kinder haben, die verdoppeln sich alle 25 Jahre. Wenn sich eine Population alle 25 Jahre verdoppelt, ne, das ist exponentielles Wachstum und dann kann da ein Riesenvolk draus entstehen. Auch aus den Amish People, die nehmen ja, die übernehmen ja das ganze Land, was die Kinder, Armen, nicht christlichen europäischstämmigen Farmer da in Pennsylvania und Ohio und so weiter aufgeben müssen, weil sie keine Kinder haben. Das übernehmen die Amish-People und da entsteht ein neues Volk. Ne? Das ist ein sehr scharf genetisch umrissenes Volk, weil das ist aus einer kleinen Population hervorgegangen und wenn die sich alle 25 Jahre verdoppeln, genauso in Kanada die Hutterer, alle 25 Jahre verdoppeln die sich. Also bei den Amish-People ist es nicht 25 Jahre, vielleicht 30 oder 35 Jahre, weil die haben nicht ganz so viele Kinder wie die Hutterer. Aber bei den Hutterern sind es alle 25 Jahre, da muss sich eine Hutterer-Siedlung teilen. Und das machen die, das haben die schon seit Jahrhunderten drauf, dass die schon bei der Gründung einer neuen Kolonie von der Zeit ab sich darauf vorbereiten, dass sie in 25 Jahren so viel erwirtschaftet haben müssen, dass sie eine neue Kolonie gründen können. Und so muss man sich das vorstellen. So haben sich die Bandkeramiker über ganz Mitteleuropa ausgebreitet und so hat sich die Kokoteni-Kultur über die ganze Ukraine hinweg ausgebreitet nach Osten und in andere Richtungen und bis nach Wolhynien hinauf und so weiter. So, das ist also, und so haben sich übrigens auch, das weiß man ja, macht man sich gar nicht bewusst, aber so ist auch Nordamerika besiedelt worden. Ne? Die an der Siedlungsgrenze, an der Frontier, haben sich die US-amerikanischen, also die Siedler, die da Pioniere, ne, die da an der Siedlungsgrenze im Westen gelebt haben, die haben viele Kinder gehabt. Die haben einfach ganz viele Kinder gehabt. Und deswegen konnte der Nordamerika über, was nicht, 100 Jahre hinweg ist das ja vollständig besiedelt worden. Deswegen bestehen die US-Amerikaner Anfang des 20. Jahrhunderts, waren, weiß nicht, 230 Millionen Menschen. Und das ist innerhalb von 100 Jahren, ist das zu so einem großen Volk angewachsen. Das findet man allein an den deutschen Familiennamen, die es heute in den USA gibt, ablesen. Ja, den Namen Bading, ja, meinen eigenen Familiennamen, den gibt es heute 50 Mal in Berlin, glaube ich, und weiß nicht, 100 Mal oder weiß nicht, 200 Mal in ganz Deutschland. Kann man in Telefonbüchern und so weiter recherchieren. In den USA ist der weiter verbreitet. Es gibt mehr Badings heute in den USA als hier in Europa. So, und das ist schon, finde ich, das ist total verrückt. Also da merkt man, welche riesengroße Bedeutung Demografie hat, macht sich ja natürlich heute überhaupt niemand mehr klar. So, und ich wollte noch ein Beispiel nennen. Ach so, die deutsche Ostsiedlung ist ganz genauso passiert. Ne? An der Siedlungsgrenze sehen die ganzen Familien, die da leben, die sehen besiedeltes Land vor sich, die sind nicht vorsichtig, die heiraten mit 20 und wenn eine Frau mit 20 heiratet und wenn das Ehepaar keine Geburtenbeschränkung macht, dann kommen da 8 bis 10 Kinder auf die Welt. Ja, und die können ja auch alle wieder neues Land besiedeln dann. So kommen solche großen Völker zustande. Ach, jetzt habe ich gerade noch eine ganz neue Studie entdeckt im neuesten Newsletter der Zeitschrift Journal of Theoretical Biology. Da ist eine Studie erschienen von einem britischen, muss gerade mal schauen, kann ich auch gerade mal erwähnen, der heißt Peter Andras. Where do successful populations originate from? Das ist genau meine Frage. Also Ethnogenese findet in kleinen, engen Räumen statt. Ne? Neue Völker entstehen. Ne? Bandkeramiker sind im Wiener Becken entstanden. Also man kann für alle großen Völker, die kann man einen Ursprungsraum nennen, ne? die Urheimat. So eben für die Indogermanen an der Qualinskultur. Und die müssen sich, ja. Und der hat jetzt die Frage gestellt, wo stammen die her? Also der will mit verschiedenen statistischen Berechnungen, der ist eigentlich ein Computerwissenschaftler und der will jetzt die Herkunftsorte aller großen Völker, also auch zum Beispiel der austronesischen Kultur, die sich da über den Südpazifik ausgebreitet hat in Taiwan, das will er irgendwie vorhersagen durch irgendwelche Berechnungen, dass Räume sein müssen, die eine vielfältige Landschaft haben, aber wo die Bodenqualität nicht so gut ist wie in angrenzenden Räumen. Finde ich eine ganz interessante, das für die Indogermanen stimmt das. Ne? Also sind ja in der Qualinsk, die Region Qualinsk sind Wälder erstmal. Und die Bodenqualität weiter südlich dürfte wahrscheinlich besser sein als in der Waldsteppengegend. Weiß ich jetzt nicht, aber
Gut, das sind alles so Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Wollte ich nur noch am Rande erwähnt haben. So, ja, und genau, und das passiert dann über Demografie. Das ist eben heute Stand der Wissenschaft. Das war vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren war das noch gar nicht so. Da hat man eben geglaubt, die Archäologen haben geglaubt, ja, diese Keramikstile haben sich über kulturelle Weitergabe, sagt ja heute noch der Harald Hamann, dass die neolithische Keramik in Europa einfach sich als Stil ausgebreitet hat. Das ist von den einheimischen Jägern und Sammlern dieser Stil übernommen worden und weiterentwickelt worden. Dabei haben sie sich, nein, über Demografie, das hat selbst Harald Hamann noch nicht kapiert, aber das ist alter Forschungsstand. So, jetzt, Coxina lacht seit 2017 spätestens, aber seit 2015, der lacht dann wie verrückt. Also Völker breiten sich in der Regel über Demografie aus. So. Ja, mal gucken, ob hier zwischenzeitlich Fragen aufgekommen sind. Wie groß ist das deutsche Volk heute? Will ich gerade nicht so. Es geht mir nicht um heute. Wir machen hier Geschichte. Ich meine, die Demografie heute. Wir stammen alle, also wenn man jetzt mal, ich habe ja schon gesagt, die mittelalterliche Ostsiedlung ist im Mittelalter passiert, da hat sich in Schlesien zum Beispiel, hat sich die Bevölkerungszahl, bevor die Deutschen gekommen sind, bis 100 Jahre später, nachdem die Deutschen da hingekommen sind und Städte und Dörfer gegründet haben, die hat sich verfünffacht. Ja, also so muss man sich das vorstellen, so hat die deutsche Ostsiedlung stattgefunden, wahrscheinlich dann auch in Pommern und in Preußen, also in Ostpreußen und in Westpreußen und so weiter. Ja, also und so entstehen große Völker. Also die deutsche Ostsiedlung ist nichts Triviales, also da ist ganz viel passiert. Und wenn heute ein Volk eine stabile Demografie haben will, dann muss es eine Bevölkerungsweise aufzeigen. Das ist der Begriff von Gerhard Mackenroth, der bedeutendste deutsche Bevölkerungswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ich habe schon in früheren Videos darauf hingewiesen. Und diese Bevölkerungsweise muss irgendwie stabil sein. Und der Gerhard Mackenroth hat der Adenauer-Regierung dementsprechende Vorschläge gemacht, damit diese Bevölkerungsweise stabil bleibt. Und die Adenauer-Regierung, Konrad Adenauer, habe ich schon in früheren Videos erwähnt, hat diese Vorschläge nicht angenommen. Der hat gesagt, Kinder bekommen die Leute von allein. Und das ist der Stand bis heute. Auch die CDU-Regierung scheinbar glaubt sich heute sagen zu können, Kinder bekommen die. Also es wird keine ordentliche Familienpolitik gemacht. Selbst im 4. Familienbericht der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1994 sind super Vorschläge aus der Fachwissenschaft heraus gemacht worden, dass damit die Bevölkerungszahlen in Deutschland, der Deutschen, nicht irgendwelche anderen Leute, sondern der Deutschen, stabilisiert wird, ist im Bundestag kurz erwähnt, kurz behandelt worden, der 4. Familienbericht, und dann hat niemand sonst weiter darauf reagiert. Die Politik hat ihn völlig ignoriert. Denn das hängt schon damit zusammen, dass heute Familien in Deutschland massiv finanziell benachteiligt sind. Und das kann jeder nachvollziehen, der selbst Kinder hat. Kinder sind heute eine Wohlstandsgefährdung. Also wenn man Kinder hat, kosten Kinder Geld. Viele Leute wollen nicht so viele Kinder, dann haben sie mehr Autos, dann können sie mehr Auto fahren. Wer Kinder hat, pro Kind, ein Kind kostet 180.000 D-Mark, hat damals der 4. Familienbericht berechnet. Der hat genau die gleichen Berechnungen gemacht, die der Gerhard Mackenroth gemacht hatte. Und diese 180.000 D-Mark werden den Eltern, das bezahlen die Eltern selber. Das ist deren Privatvergnügen. Kinder machen ja Spaß. Und 180.000 D-Mark, das bezahlen wir mal selber. Und das sind das durch Geld, mit denen können sich andere Leute dann teure Autos kaufen. Und wenn ich hier diese tollen SUVs rumfahren sehe, ich denke mir immer, ja, da steckt ein Kind drin. Mindestens. Zwei, ne? Und so weiter. So, und wenn man statt Autos, und deswegen ist die Autoindustrie, wird die in Deutschland so gefördert. Das finde ich, ich glaube, das ist das System, ja. Also die meisten Menschen wissen ja auch gar nicht, wie viel Geld erstens Kinder kosten, aber wer Kinder hat, weiß, was kosten. So, zweitens wissen Menschen nicht, was Autos kosten. Ja, also gibt es Umfragen darüber. Die meisten Menschen, die Autos fahren, wissen nicht, wie viel Geld sie in Autos stecken. Gut, aber solche Sachen spielen eine ganz große Rolle. Aber das ist die heutige Politik.
die ich gar nicht kennzeichnen will, aber das ist, das hat System meines Erachtens. Also ich meine, wer das noch für Zufall, wer das nur mit Dummheit erklären will, wie heute in Deutschland Bevölkerungspolitik gemacht wird und an der ganzen westlichen Welt, wer das nur für Dummheit bezeichnen will, ich weiß nicht, wie naiv muss man denn dafür sein. So, das ganze Thema wird immer wieder, ne, dann gab es zum Beispiel die Frau, wie heißt denn die Tagesschausprecherin, die hat ja das zum Thema gemacht, ne, also eine kinderreiche Familie kann man nicht mit Doppelverdienern machen. Und das ganze Doppelverdiener-Thema ist ja dann, spielt ja auch eine Rolle. Also diese ganze Thematik heute, ich finde, das ist zu banal letztlich, um das überhaupt noch großartig hier irgendjemandem zu erklären. So, was sagt hier die Frau Klug? Also, ich meine nicht Bevölkerung, sondern tatsächlich das deutsche Volk. Ja, das meine ich auch. Der Boden ist übrigens durch einfache Maßnahmen innerhalb von 2 Jahren hergestellt. Könnte sein, erklärst du dir, dass die Geburtenfähigkeiten heute nicht, das habe ich ja gerade gesagt, ne? Also die Deutschen sind auf Wohlstand ausgerichtet, auf viel Autokauf, ne? Deswegen, warum spielt die Autoindustrie, warum muss man da manipulieren, warum muss man die Abgaswerte manipulieren, warum hat es ewig gedauert, bis man auf Elektroautos anfängt, sich umzustellen und so weiter und so weiter. Ja, weil die Deutschen Autos kaufen sollen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn solange sie Autos kaufen, können sie nicht gleichzeitig noch Kinder haben. Und gleichzeitig ist diese Doppelverdienerei ganz wichtig, denn man weiß inzwischen, wo früher ein Elternteil arbeiten gegangen ist und eine ganze Familie ernähren konnte, müssen heute beide Eltern arbeiten gehen. Also 2 Elternteile verdienen heute so viel, wie früher ein Elternteil verdient hat. Das ist ein unglaublicher Missstand. Und redet die AfD darüber? Ich weiß nicht. Also nicht, das kommt bei mir nicht an. Also selbst die AfD redet nicht drüber. Wenn die schon nicht drüber reden, dann weiß man auch, was mit denen los ist und so weiter und so weiter. Bei uns ist gerade, dass wir uns immer wieder halbieren. Ja, genau. Jede Generation halbiert sich um die Hälfte. Und das ist, ja, das kann man Resettlement nennen, ganz genau. Der kann doch sicher auch hochrechnen, wann die Germanen ausgestorben sind. Na klar, das ist ein Thema. Also die Blonden sterben aus und so weiter und so weiter. Das wird so ein bisschen belächelt von manchen, aber das ist passiert. Und ich meine, wir reden über alles Mögliche, nur nicht darüber, dass wir eigentlich Kinder haben müssten. Darüber wäre zu reden. Aber worüber reden wir? Was für Säue werden durchs Dorf getrieben? Ständig, ständig. Diese ganzen Säue sind meines Erachtens nur dazu da, um uns vom Hauptthema abzulenken. Wie wollen wir heute, wir Deutschen, wir Engländer, wir Franzosen, wir US-Amerikaner, wir Australier, wie wollen wir Familie leben? Sollen wir nicht. Darüber sollen wir uns keine Gedanken machen. Dabei ist das in den Anfang also ich habe ja gesagt, 1994 gab es diesen 4. Familienbericht und in der Zeit hat es die Ansätze zu einer sehr offenen Debatte gegeben und dann kam Eva Herrmann, die hat auch noch ein sehr offenes Buch geschrieben und die wurde öffentlich an den Pranger gestellt und öffentlich zerlegt. So. Und seitdem ist dieses Thema Tabuthema in den großen Mainstream-Medien. Und auch meines Erachtens, für mich fühlt sich das nicht anders an, auch bei der AfD ist das nicht das Hauptthema. Die haben ganz andere Säue, die sie ständig durchs Dorf treiben. Ja, zum Beispiel sogar ganz witzig, ja, sie machen Werbung damit, dass sie die Rentenpolitik verbessern wollen. Ne? Da wird ständig drüber diskutiert in der AfD. Nee, über Geburtenförderung, weiß ich nicht. Also ist nicht so ein wichtiges Thema wie die Rentenpolitik. Du stellst den Bezug zum deutschen Volk heute selbst her. Ja, weiß ich nicht, was ist das Thema? Ja, so, Eva Herrmann, ganz genau, da ist er. Ja, hatte ich gerade den Namen noch nicht, aber jetzt habe ich ihn ja auch selber schon gefunden. Oftmals sitzen in den SUVs auch Kinder. Frage ist nur, ach so, ja, manche Familien haben sogar so viel Geld, dass sie sich SUV und Kinder leisten können. Ne? Aber man muss sich klar machen, in einem Volk, also in einem ganz normalen Volk, sind immer einige Menschen kinderlos. Also zum Beispiel in der frühen Neuzeit sind 10 bis 20% der Menschen hier in Deutschland sind kinderlos geblieben. Das hat einerseits biologische Gründe, ne, bekannte biologische Gründe, andererseits auch, ne, das war so eine Bevölkerungsreserve, da will ich jetzt alles nicht behandeln, aber die konnten natürlich sehr schnell heiraten, wenn sie irgendwie Wohlstand für sich, also die, früher durften Menschen nur heiraten, wenn garantiert war, dass sie nicht später im Armenhaus landen und auch ihre Kinder nicht im Armenhaus landen, das mussten ja die ganzen anderen dann bezahlen. So, da hat man drauf aufgepasst. Und deswegen blieben die meistens kinderlos. Es hat immer in Europa 10 bis 20% Kinderlose gegeben. So, und
die müssen ja, deren fehlende Kinder müssen ja von denen, die Kinder haben, mitgeboren werden, wenn die Bevölkerung stabil bleiben soll. Also zwei Kinder pro Paar reichen nicht für Stabilität. Es müssen drei Kinder sein. Ja, wer dafür sorgen will, dass ein Volk demografisch stabil bleibt, muss drei Kinder haben und muss drei Kinder aufziehen. So, jetzt wollen wir nicht noch die Elektroauto-Thematik besprechen. Gut, also das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Gegenwart. Ich glaube, ich habe es klar gemacht, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde, dass man sich die Geschichte aller großen Völker anschauen kann. Das hat immer was mit Demografie zu tun und dass man davon ganz locker ableiten kann, dass die Geschichte großer Völker auch beendet sein kann, sehr schnell. Das weiß man auch. Also die antikgriechische Kultur, das war eine demografische Sache, ne? Die haben einfach keine Kinder mehr gehabt. Das ist auch alles von der Wissenschaft schon längst aufgearbeitet worden. Gibt's auch, das haben die Zeitgenossen damals schon festgehalten, ne? Dass ganze Regionen aussterben in Griechenland, weil die Leute zu wenig Kinder haben. Und das war schon der Kaiser Augustus in Rom hat ja auf diese Problematik reagiert, indem er alle möglichen Gesetze erlassen hat, weil er schon gesehen hat, die Römer und die Römer haben zu wenig Kinder. Und das war dann der Untergang, das hat dann zum Untergang der Römer geführt. Und so weiter und so weiter. Das ist, aber ich bin ja jetzt hier mit ganz anderen Themen beschäftigt. Ne? Also jetzt gucken wir uns an, wie ist unsere große Kultur einmal entstanden? Nämlich im 5. Jahrtausend vor der Zeitrechnung. Und zwar in der großen Region, wo auch die Kukulteni-Kultur entstanden ist. Und das Interessante ist ja, die Kukulteni-Kultur entstand um 5000, also 4900 ist wahrscheinlich richtiger, weil da ist auch überall sonst in Mitteleuropa die Wandkeramik untergegangen und da ist die Kukulteni-Kultur untergegangen. Und wie im übrigen Mitteleuropa ist dann neue Kultur entstanden, nämlich die Kukulteni-Kultur, die eben schon 20% westeuropäische Jäger und Sammler hatte. Vorher bei den Wandkeramikern waren das nur 7% genetisch. So, und jetzt, 200 Jahre später, entsteht am Mittellauf der Wolga auch eine große Kultur, die sich auch genauso expansiv ausbreitet. Und diese beiden Kulturen, Kukulteni-Tripolje-Kultur, die sich von den Ostkarpaten ausbreitet, und die Qualinz-Kultur, die sich von der mittleren Wolga aus nach Süden, nach Westen ausbreitet, die beiden sind dann natürlich irgendwann zusammengestoßen. Aber über das ganze 5. Jahrtausend hinweg hat keine von diesen beiden Kulturen ihre Expansivkraft verloren. Ja, man sagt immer, ja, die Indogermanen waren schuld, dass die Kukulteni-Tripolje-Kultur untergegangen ist. Nee, das stimmt nicht. Also der erste Zusammenstoß zwischen Kukulteni-Kultur, also zwischen den Bauernkulturen im Westen und den Indogermanen, hat schon 4500 vor der Zeitrechnung stattgefunden. Das ist, ne, also da hat man in Varna Königsgräber gefunden. Also die reichsten Goldgräber des damaligen Jahrtausends weltweit hat man in Varna am Schwarzen Meer im heutigen Bulgarien gefunden. Und also so habe ich ja auch auf dem Blogartikel drauf, ne, so ein Grab, wo der König völlig mit Gold eingedeckt ist praktisch. Wo habe ich denn das? Irgendwo hier muss das sein. Habe ich das auch noch nicht veröffentlicht? Habe ich doch als Vorschaubild sogar gemacht. Ah ja, hier, das ist mein vorletzter, ne? Die Indogermanen des 5. Jahrtausends, was wissen wir über sie? Und da sieht er gleich als erstes Foto diese totale Goldpracht, mit der umgeben ist. Dieser Mann, der da liegt, dieses Skelett, das hat, 30, 40, 50% Indogermanen, also Steppengenetik in sich und der Rest ist Bauerngenetik. Also da ist schon die Einmischung, hat da schon stattgefunden zwischen den Indogermanen und den Bauernvölkern am Schwarzen Meer. Total irre, weil die Indogermanen sind ja erst 200 Jahre vorher an der mittleren Wolga entstanden. Also in 200 Jahren haben die sich über 2000 Kilometer hinweg ausgebreitet. Also die waren noch expansiver als die Kukulteni-Kultur. Aber das heißt nicht, dass die Indogermanen sofort, nachdem sie auf die Kukulteni-Kultur gestoßen sind, dass die Kukulteni-Kultur sofort ihre Expansivkraft verloren hätte, sondern die hat sich 1000 Jahre trotzdem nach Osten ausgebreitet. Das sieht man auf allen Karten, die ich hier aus dem Dergatschew-Buch zum Beispiel rauskopiert habe. Und diese ganzen Sachen in einem Gesamtbild zu bringen, das ist schon spannend, muss ich sagen. Es ist nicht ganz einfach und da hat die Forschung noch viel zu tun. Das Wichtigste ist, also ein Hauptproblem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Kukulteni-Tripolje-Kultur, dass man von denen keine Grabfelder findet. Ganz, ganz wenig. Nur ganz, ganz wenige Skelette von dieser Kultur hat man gefunden. Deshalb hat man kaum Material, um ihre genetische Geschichte zu erforschen. Es sind, ich glaube, 5 oder 6 Skelette gefunden worden,
habe ich auch irgendwo in meinem Blogartikel erwähnt. Und diese Skelette weisen auf, und die sind, also die stammen aus der Zeit 3500 vor der Zeitrechnung, also schon 1000 Jahre später, also fast schon in Zeit der Kokotini-Kultur. Und diese weisen 15% Steppengenetik auf, also 75% Bauerngenetik und 15% Steppengenetik. Und zwar bei 4, 5, 6 verschiedenen Individuen, die sich da an den Oberlauf von Seret und Prut irgendwo gelebt haben. Steht alles in den Einzelheiten in den Blogartikeln. Und also über einen größeren geografischen Raum verbreitet, und die werden auch nicht unbedingt alle zur gleichen Zeit gelebt haben, wenn die alle ungefähr den gleichen Anteil haben, dann muss die Einmischung lange zurückliegen, also längere Zeit zurückliegen. Man kann nicht sagen, dass die gleich um 3500 erst sich eingemischt haben, sondern es könnte genauso gut meines Erachtens auch sein, dass die sich schon 1000 Jahre früher eingemischt haben, nämlich zur gleichen Zeit, wie sich die Indogermanen in Varna eingemischt haben, was ja sicher ist. So, und ich wundere mich so ein bisschen, dass die Genetiker bisher das noch nicht sich genauer angeschaut haben, denn man kann eigentlich über die sogenannte Linkage-Disequilibrium-Analyse gucken, ob die Genabschnitte, die man da als Einmischung findet, ob die erst sehr spät in diese Population hineingekommen sind oder ob die schon sehr lange in dieser Population drin sind. Und im Grunde wundert mich das aber in der Studie, die da als erstes erschienen ist, haben die sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Meiner Meinung nach muss das geklärt werden, wie lange das schon drin ist. Ich gehe davon aus, dass das schon länger ist. Also ich könnte mir denken, dass die Indogermanen sich schon gleich um 4500 vor der Zeitrechnung nicht nur in Varna eingemischt haben, in Bulgarien, das ist noch weiter im Süden, ne? Südlich der Donau ist das noch, sondern auch gleichzeitig schon in der Kokoteni-Kultur in den Ostkarpaten, denn da gibt es ja auch einen ganz starken Hinweis dafür. Warte mal, wo ist es denn? In meinem Blogartikel hier über, in meinem letzten Blogartikel darüber. Man hat nämlich ein Grab gefunden, nicht nur, also das König, ich behandle hier, also in dem Artikel die Indogermanen des 5. Jahrtausends, was wissen wir über sie? In dem behandle ich als erstes die Königsgräber von Varna, die stammen aus der Zeit um 4500 vor der Zeitrechnung. So, und als zweites behandle ich das Königsgrab von Giulesti. Und das liegt 300 Kilometer nördlich der bulgarischen Stadt Varna an der Einmündung des von Norden kommenden Prut in die Donau. Über den Verlauf des Prut hinweg liegt die Kernregion der Kokoteni-Kultur. An der Einmündung dieses den Bauern sicher heiligen Flusses, sage ich jetzt mal so, befindet sich schon um 4400 vor der Zeitrechnung, so wie in Varna das Grab eines indogermanischen Königs. Und diese Gräber sind einheitlich zwischen Wolga und Varna immer voll mit Waffen. Ja, also ich kann das ja mal gerade vorlesen hier. Also am rechten Fuß findet sich eine Speerspitze aus Geweih. An der rechten Hüfte eine Dolchklinge aus Feuerstein. Am rechten Oberarm Stichwaffe aus Kupfer. Oben rechts liegt ein zusammengesetztes Schwert oder eine Schwertspitze, können die Archäologen auch gar nicht entscheiden. Oben links ein mit Gold verschalter Kommandostab. Diese Kommandostäbe, diese Herrschaftszepter, die spielen noch in der Ilias eine Rolle. Und die hat der Herr Degatschew auch ausgewertet, dass jeder König der Ilias, also Hektor und, nein, das ist ja der Trojaner, also Achilles, Patroklos, Agamemnon, die hatten alle diesen Herrschaftszepter. Diese Zepter. Und diese Zepter findet man bei den Urvolk der Indogermanen auch. Und also jeder König hatte so ein Zepter. Und das findet man in all den Gräbern wieder. Auch an der Wolga. So. Dann hat dann phallusförmiges Geweihstück zwischen den Beinen liegen. Diese Betonung des Phallus, also des Fortpflanzungsorgans, findet man sehr weit verbreitet bei den Urindogermanen. Das hat eine Rolle gespielt. Das auch auf den Stelen findet man das. Hatte ich auch behandelt in meinem früheren Blogartikel, dass es da so eine tolle indogermanische Stele gibt, wo der ist also unter dem Gürtel nackt. Und auch das ist auch dargestellt, die Nacktheit. Und das ist überhaupt im 5. Jahrtausend auch, oder im 4. Jahrtausend ist das in vielen Kulturen, Mesopotamien findet man das auch. Da ist so eine ganz berühmte Priesterstatue, die ist auch unter dem Gürtel nackt. Also es war gar nichts Besonderes damals. Aber es deutet darauf hin, auch das deutet darauf hin, dass diese Fruchtbarkeit, diese männliche Fruchtbarkeit in diesem Falle, eben nicht nur in der Donaukultur, wo es die ganzen Muttergottheiten gibt, Fruchtbarkeitsgottheiten, diese ganzen Figurinen gibt, mit diesen breiten Gesäßen eine Rolle spielt, sondern eben bei den Indogermanen ist diese Fruchtbarkeit
sozusagen hat auch hier fast eine, ja, wie soll man sagen, also wird hervorgehoben. Dann auf dem Brustbein finden sich Spiralringe aus Gold. Und so weiter. Also der Krieger führt mindestens 5 Waffen mit sich in seinem Grab. Und das finden wir überall. Das ist auch in den Königsgräbern von Varna so. Dann habe ich mich jetzt noch beschäftigt, da musste ich sehr viel Russisch betreiben, weil es gibt schon Berichte über noch neue Forschungen über die Indogermanen, gerade auch an der, wo habe ich denn das erwähnt, gerade auch an der in Ekaterinowka. Wenn man so einen Ausgrabungsort irgendwo genannt findet, dann weiß man nichts. Also Ekaterinowka gibt es 10 oder 20 Mal in Russland oder 30 Mal, ja. Und da muss man erstmal wissen, ja, welches Ekaterinowka und wo liegt und so was. Dann braucht man also immer noch zusätzliche Angaben. Und wenn einem dann gesagt wird, es liegt an der Wolga, dann kann man es eingrenzen und dann. Deswegen schreibe ich zu diesen Ausgrabungsorten jetzt immer dazu, wo liegt es eigentlich genau. So. Und da hat man nämlich genau ein solches Grab gefunden, wie in Bulgarien und wie da an der Einmündung des Prut in die Donau. Das ist 2000 Kilometer weg und gleichzeitig 4400 nahe des Dorfes Ekaterinowka am Südufer der Wolga unterhalb von Samara. Also die Wolga, die macht so eine Schleife nach Osten und kehrt wieder nach Westen zurück und fließt dann weiter nach Süden. Und ganz an der Ostseite dieser Schleife liegt die Stadt Samara, die eine große Stadt ist und wo eine Universität ist, also die auch in der russischen Geschichte immer schon also da hat Dostojewski gelebt und Maler haben da gelebt, Repin hat da gelebt. Das ist eine kulturell bedeutende Stadt und hat auch eine tolle Promenade, die sehr berühmt ist, weil man da so einen tollen landschaftlichen Ausblick auf die Berge gegenüberliegend hat, die innerhalb dieser Wolga-Schleife liegen und die auch Naturreservat sind, Naturpark sind. So, und südlich von dieser Stadt, da fließt die Wolga also weiter an diesem in dieser Wolga-Schleife weiter und irgendwo in der Mitte oder am Ende dieser Wolga-Schleife, da findet sich am Südufer dieses Dorf Ekaterinowka. 150 Kilometer nördlich von Qualyns, denn Qualyns kommt erst weiter noch im Süden. Und das ist ein Elitengrab oder Fürstengrab, genau, 2300 Kilometer entfernt von Varna und Diogileski und enthielt ebenfalls 2 Zepter und 2 Streitäxte. Also man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Die waren Waffenfanatiker, die Indogermanen, die Urindogermanen. Und das sticht schon sehr deutlich davon ab, von allem, was man aus diesen eher friedliebenden Donaukulturen, also der Harald Hamann sagt, die sind total friedliebend gewesen, diese bäuerlichen Kulturen in Mitteleuropa, was nicht stimmt. Ne? Man findet ja inzwischen von den Bandkeramikern findet man Massengräber, wo sie Leute wahllos hingemordet haben oder rituell geopfert haben. Also das haben diese frühneolithischen Bauern in Mitteleuropa auch gemacht. Das wird auch die Kokoteni-Tripolje-Kultur gemacht haben. Nur haben sie eben einfach dafür die allgemeinen Werkzeuge benutzt, die sie sonst so für die Arbeit nehmen oder zum Bäume fällen, ne, diese großen Steinbeile und sowas. Während die Indogermanen, die haben dafür eigene Waffen. Ne, die haben also Waffen sowohl Zepter wie auch Waffen, die also wirklich zum Töten und Krieg führen da sind. Also das ist schon sehr auffällig. Weiß ich nicht, ob man das, also so war es halt, ne? Das sind sie halt, so haben sie sich durchgesetzt. So, trotzdem, obwohl diese Indogermanen schon von Anfang an diese so Waffenüberladen da auftreten, ja, in der Geschichte, hat sich die Kokoteni-Tripolje-Kultur in der gesamten 1000 Jahre lang, also die treten 4500 auf, diese schwer bewaffneten Fürsten hier, und die Kokoteni-Tripolje-Kultur, ihre ganze Geschichte ist davon überhaupt nicht beeinflusst, also die bricht deswegen nicht zusammen, oder man sieht, also die prosperieren trotzdem noch 1000 Jahre lang weiter, obwohl sie am Ostrand und am Südrand von diesen waffenstarrenden Indogermanen umgeben sind. Also die haben vor denen keine Angst gehabt. Und die sind auch nicht eingeschüchtert worden von denen. Wenn man sich das Verbreitungsgebiet der Kokoteni-Kultur anschaut, da gibt es ja irgendwo eine Karte, ja, die haben hier ganz vereinzelt Siedlungen sogar auf der Krim gehabt. Die haben bis weit in die Ukraine hinein, da müssen überall Indogermanen gelebt haben. Die haben vor denen keine Angst gehabt, denn sonst hätten sie doch nicht so weit verstreut noch Siedlungen weit außerhalb ihres eigenen Kernraumes gehabt. Also das muss man nicht so hochhängen, dass die Indogermanen jetzt die Superkrieger waren. Diese kriegerische Art wird dazu beigetragen haben, dass sie sehr früh Eliten gebildet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Indogermanen schon 4500 vor der Zeitrechnung auch Eliten innerhalb der Kokoteni-Kultur gebildet haben. Diese 15% Genetik, die sich da findet. Und dass die Kokoteni-Tripolje-Kultur
eigentlich unverändert mit dieser gleich, das ist ja schon die Frühzeit der Kukutenit-Kultur, ne? 4500 hat die gerade 400 Jahre bestanden. Da mischen sich vielleicht schon Steppengenetik in die rein. Und mit dieser Steppengenetik haben die sich dann weiterentwickelt, ohne dass man da einen großartigen Bruch sieht. Und aber was eben als Neues dazukommt, was man vielleicht mit dieser indogermanischen Herkunftskomponente auch in Verbindung bringen könnte, das sind diese Megasites, ne, dass sich eben jetzt stadtartige Siedlungen bilden, die eben riesig sind, ja, für damalige Verhältnisse, Zehntausende von Einwohnern. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass die eben jetzt eine Elite haben, die sowas eben irgendwie organisiert hat, was es eben vielleicht vorher nicht gegeben hat. Das könnte ich mir vorstellen, muss aber nicht so sein. So, jetzt rede ich hier schon über eine Stunde. Habe aber erst die Hälfte meiner ganzen Blogartikel hier referiert vom Inhalt her, aber dieses Königsgrab von Dio Di Lesti, das ist wichtig, das habe ich referiert. Von Warner habe ich auch referiert. Gucken wir mal, ob hier noch neue Anmerkungen sind. Die Gitarre, ja. Also dich werde ich jetzt bald langsam mal auf die Liste setzen hier, entfernen. So, wie erklärst du dir die Verbreitung der Blutgruppen? Nee, Blutgruppen habe ich schon gleich einleitend gesagt. Die Anatolien-Hypothese der Ausbreitung der Indogermanen, die wurde ursprünglich, weil man früher nichts anderes hatte, da hat man die Blutgruppengenetik benutzt. Das war der Herr Luigi Cavalli Sforza. Die waren damals ganz, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, war das alles ein riesengroßes Thema. Ich habe das damals schon nicht geglaubt. Und Blutgruppen, die verteilen sich ja so diffus über die menschliche Bevölkerung, damit kann man keine Völker abgrenzen und auch keine, also selbst mit Statistik geht das nicht. Es ging nicht. Also es ist völlig widerlegt. Also mit Blutgruppen helfen überhaupt nicht weiter. Die sind eine genetische Signatur. Man findet ähnliche Blutgruppenverteilungen bei den Schimpansen. Also damit kann man keine gute Abgrenzung, kann man schlichtweg keine historischen Erkenntnisse gewinnen mit den Blutgruppenforschung. Das ist aber heute lange bekannt. Deswegen ist ja die Ancient-DNA-Forschung so wichtig, weil die ja eben ganz andere Sachen zu Rate zieht. Ne? Eben nicht die Blutgruppen, sind wirklich eine ganz banale, sehr auf sehr tiefer Komplexitätsebene. Die Blutgruppen sind also wirklich, das gibt es ja schon, weiß nicht, keine Ahnung, wie lange es Blutgruppen in der Evolution schon gibt, aber das ist nichts, was besonders, also das ist was Fundamentales in der Genetik der Tierwelt. Ja? Und wenn man sich eben mit der Evolution des Menschen, des Humanen beschäftigt, da muss man ganz andere Bereiche, also Blutgruppen nicht. Ne? Das ist so, dass da, wer sich für Blutgruppen interessiert, ich habe oft das Gefühl, das sind Leute, die sind okkult, weil die okkultgläubigen Leute ganz viel mit Blut machen. Ne? Früher hat man ja, wusste man das alles nicht, da hat man sowieso mit Blut ganz viel gemacht, aber Blut unterscheidet den Menschen nicht so viel. Denn, ja, so, also, das nur am Rande. So, also jetzt mal weiter. Mal sehen, was ich hier noch zu. Also was ich sehr spannend fand, und ich habe nämlich lange nicht verstanden, wie kann das sein, dass die Indogermanen innerhalb von 200 Jahren von der mittleren Wolga bis nach Varna sich ausbreiten? Wie kann man das erklären? Und ich habe dann jetzt dann immer, in der Literatur habe ich dazu gar nichts gefunden, vielleicht hat das ja der Gartiff in dem russischen Teil seines Buches erwähnt, behandelt, wo das ich nicht lesen kann, vielleicht hat es auch Anthony irgendwo behandelt. Aber mir ist dann irgendwann klar geworden, wenn man sich die Ausbreitungskarte der Kukutenit-Kultur anguckt, dann sieht man ja, und dann habe ich auch mich mit der Dobrudscha und so weiter beschäftigt, dann sieht man ja, dass die den Südteil der Ukraine, grob gesagt, überhaupt nicht besiedelt haben oder fast nicht. Also da war ja ein Durchgangsraum bis nach Varna hindurch. Und zwar ist das der sogenannte Butschak. Der Butschak, der auch wieder von Deutschen besiedelt worden ist, das ist eine ganz, der auch von Deutschen besiedelt worden ist und wo die Indogermanen mit ihren Rinderherden wahrscheinlich. Ach so, da muss ich noch einen ganz wichtigen Umstand erwähnen. Man hat früher immer geglaubt, erstens, die Indogermanen hätten Pferde domestiziert gehabt und hätten die geritten. Zweitens, was denn noch? Für die Domestikation, das hat sogar noch der Gardchef geglaubt, für die Domestikation von Pferden hat man bisher nichts, keine Hinweise gefunden. Das ist ein Mythos. Und jetzt muss man sich also klar machen, diese 2500 Kilometer hier zwischen
Qualünsk und Warna sind die zu Fuß gegangen. So wie die Rinderhirten in Afrika, wie die Maasai, ja, die ja tolle Fußläufer sind. Ne, aber und sogar bessere Fußläufer als die Indogermanen. Man könnte ja denken, jetzt seitdem müssten wir ja evolutiv genauso tolle Fußläufer sein wie in Ostafrika die Maasai. Ne? Das sind ja die besten Langstreckenläufer der Welt. Ne, alle Marathonläufe weltweit werden von diesen ostafrikanischen Stämmen gewonnen. Das fällt mir jetzt nur so ein, wo ich drüber rede, wäre mal interessant zu fragen, ob sich da diese genetischen Eigenschaften, die das verschalten, ob man die auch bei den frühen Indogermanen findet, denn die müssen wirklich viel zu Fuß unterwegs gewesen sein, mit ihren Rinderherden zusammen. Und denn es gab noch, ach so, das war das Punkt, es gab auch noch nicht mal den Rinderwagen. Der Rinderwagen, die ältesten Funde von Rinderwagen findet man erst im 4. Jahrtausend. Ich glaube, 4. Jahrtausend, also 3800 um der Zeitrechnung. Also Rinderwagen haben in dem 5. Jahrtausend auch keine Rolle gespielt. Also es gab noch kein Rad und kein Wagen. Also die sind zu Fuß gegangen. Am ehesten könnte man auch sagen, dass sich die Indogermanen über die Flusswege per Boot unterwegs waren. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Gibt es auch viele Hinweise dafür. Das habe ich von der Ostsee. Da gibt es einen Ausgrabungsort an der Ostsee. Die sind auch, das waren Jäger und Sammler an der Ostsee in Pommern. In Neuwasser, in Hinterpommern, hat man ein archäologisches Dorf ausgegraben. Das waren Fischer, Jäger und Sammler. Das waren auch keine Bauern. Die haben aber Keramik besessen, die aus Ungarn stammte. Und das heißt, die müssen mit ihren Fischerbooten aufwärts die Oder oder die Weichsel aufwärts gefahren sein und müssen mit den dortigen Kulturen, die in Ungarn Bauern waren, Handel getrieben haben. Und da haben sie Keramik mitgebracht. So, und also man darf für das Mesolithikum weite Fernhandelsreisen annehmen mit solchen Booten, die Flussläufe entlang. Zum Beispiel die Wolga entlang. Ne, die haben ja auch sehr viel Fisch gegessen, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Die Indogermanen, die haben ja direkt an der Wolga gelebt und das alle, überhaupt haben die ganzen Jäger- und Sammlervölker wahrscheinlich alle sehr viel Fisch gegessen, weil das eine Quelle ist, die stabil ist. Und also man findet ja auch die meisten Siedlungen immer an Gewässern, an der Ostsee, genauso wie eben jetzt an der Wolga. Und also die haben viel Fisch gegessen, da mussten sie rausfahren, da haben sie schon mal große Boote gehabt und mit denen konnten sie natürlich auch bis ins Kaspische Meer fahren. Jetzt überlege ich gerade, ja, und in dem Augenblick, wo sich die Indogermanen nach Süden ausbreiten, da ist ein Fluss zum Beispiel, das ist die Wolga-Platte, das ist noch ein anderes Thema, was ich hier behandeln muss. Die Wolga-Platte westlich der mittleren Wolga ist eine Wolga-Platte, die ist 2000 Kilometer lang von Norden nach Süden. Und das ist das Ursprungsraum der Indogermanen, nennt sich Wolga-Platte. Und dort gibt es auch verschiedene Flüsse. Ein Fluss heißt Medvednica, glaube ich, müsste ich irgendwie ablesen. Und diese Medvednica ist ein größerer Fluss, der fließt in den Don. Und wenn man erstmal wenn man als Indogermane, früher Indogermane, die Medvednica erreicht hat und sobald die schiffbar ist, werden sie da auch Schiffen gefahren sein, dann können sie natürlich die Medvednica abwärts fahren, den Don abwärts fahren und dann sind sie irgendwann im Schwarzen Meer und von dort aus können sie bis nach Varna fahren. Und Varna war ein großer Handelsort, der hat wahrscheinlich auch Handel getrieben über das ganze Schwarze Meer hinweg. Ja, indem man darüber redet, wird auch mir einiges nochmal ein bisschen deutlicher. Der Harald Hamann betont nämlich sehr stark, dass Varna eine große Handelsstadt war und dass sich deshalb dort so viel Reichtum angesammelt hat. So, also und das Spannende ist ja, man hat ja diese indogermanischen Zepter, von denen ich jetzt immer noch nicht geredet habe, das sind so Steinzepter gewesen, so Tierkopfzepter, die hat man ja sogar in Siebenbürgen gefunden. Also jetzt am, wie heißt denn der Fluss da? Wie heißt der große Fluss in Siebenbürgen, den man auch noch mit berücksichtigen muss? Also die sind auch flussaufwärts, die Donau flussaufwärts, aber nicht nur die Donau flussaufwärts haben sich die Indogermanen ausgebreitet, sondern, oh, wo ist denn das jetzt hier? Im Theiss-Becken. Also die sind total exzentrisch draufgegangen. Jedenfalls dort hat man so einen so Steinkopfzepter, die habe ich auch irgendwo abgebildet in dem Blogartikel, gefunden. Also auch wieder so sehr martialische Zepter und Waffen, die wahrscheinlich indogermanischer Herkunft sind. Also dort treten die Indogermanen auch sehr früh auf und das könnte man vielleicht auch am ehesten damit erklären, dass sie per Boot irgendwie sich da fortbewegt haben. Und
Das ist überhaupt ein ganzes Thema, ein riesengroßes Thema, diese Fortbewegung per Boot. Ne? Wie bewegt man sich flussaufwärts mit einem, wenn man einen großen Fluss hat, kann man mit Segeln aufwärts fahren. Ne? Oder man zieht es. Ne? Die Wolga, jetzt ja dieses großen, also Treideln nennt man das, dass man das Schiff, dass Menschen am Flussufer lang gehen und das jetzt fällt mir gerade ein, man könnte mit Rindern Boote flussaufwärts ziehen. Das könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob sich die Archäologen über sowas alles mal Gedanken machen. Denn ja, das wäre die einfachste Art, solche weiten Entfernungen zu überbrücken. Flussabwärts kann man sich treiben lassen, aber flussaufwärts ist schwierig. Und aber das spielt ja auch hier für die ganze Bronzezeit spielen Flussläufe eine Rolle. Gut, aber das nur am Rande. So, also bis dahin, bis zur Theils haben sie sich ausgebreitet. So, und dort gehen die Kulturen, bestimmte Bauernkulturen auch schon dann irgendwann unter und man findet Massengräber, die gerade auch erforscht werden im heutigen Kroatien. Und könnte man vermuten, dass da auch schon sehr früh sich die Indogermanen eingemischt haben. Und noch was habe ich jetzt entdeckt, was mir gar nicht klar war, diese Tierkopfzepter, die eben eine ganz große Rolle spielen, die eben am besten ein Anzeiger sind dafür, dass irgendwo Indogermanen auftreten, die treten auch schon im 5. Jahrtausend in Nordgriechenland auf. Habe ich hier beim Dergatschew irgendwo gelesen, plötzlich hat er nur so nebenbei erwähnt, aber das ist ja ein ganz wahnsinnig wichtiger Umstand, dass die schon im 5. Jahrtausend im nördlichen Griechenland zu finden sind, die Indogermanen. Das heißt, die Vorfahren der mykenischen Kultur könnten, und damit der griechischen Sprache, könnten schon im 5. Jahrtausend im nördlichen Griechenland sich angesiedelt haben und dort seitdem genetische Kontinuität aufweisen. Natürlich ganz diffus jetzt alles nur, aber das deutet sich so an, ne? So, das sind so Sachen, die man alles entdeckt, wenn man sich so mit wenig mit Literatur beschäftigt. Ich glaube, die westliche archäologische Forschung hat diesen Dergatschew überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder kaum, hat ihn überhaupt nicht beachtet. Also zum Beispiel der Volker Heidt hat auch eine große Studie über die Kokoteni-Kultur, Tripoli-Kultur gemacht und hat den Dergatschew da, glaube ich, gar nicht zitiert. Ist halt ein russisches Buch und das kann nicht jeder. Ne? Und dann steht man schon blöd da. So. Also muss ganz viel neu gegliedert werden, was das archäologische Wissen dieser ganzen Region betrifft. Ja, das Vordringen der Indogermanen bis in die ungarische Tiefebene habe ich hier irgendwo behandelt. Da gibt es eben ein vierseitiges Steinaxt-Zepter von Becea in Siebenbürgen und das gleicht exakt den Steinaxt-Zeptern, die man an einer bestimmten Kultur gefunden hat, und zwar, das ist noch nicht mal die indogermanische Kultur, das sind so viele Fragen, die jetzt aufgeworfen sind, nämlich in Mariupol. Das sind zwischen Mariupol und Decea an der Theiß sind 1300 Kilometer. Also die können natürlich auch über die Karpaten gelaufen sein. Ne? So, aber dieses Mariupol, das ist keine ursprünglich indogermanische Kultur gewesen. Da haben noch andere Leute gelebt. Und ja, es sind so viele Fragen, die zu klären sind. So, aber ich glaube, ich habe jetzt langsam mal genug hier referiert. Den Rest, den ich jetzt noch nicht referiert habe, und das ist mindestens die Hälfte all dieser Blogartikel, das muss ich mal auf ein anderes Video, einen anderen Livestream verschieben. Ich kann ja mit diesem Video nur auf die Blogartikel aufmerksam machen, die ich jetzt hier alle schon so angerissen habe thematisch. Ein wichtiges Thema habe ich noch gar nicht behandelt. Also der David Anthony, da warte ich ja auf neue Veröffentlichungen von ihm. Und während ich warte, habe ich mal geguckt, was er schon so hat. Und da gibt es eine neue Studie von ihm, die ist 2021 erschienen, die sehr spannend ist. Und zwar, das habe ich hier in dem Blogartikel veröffentlicht, das Fundament Europas wurde in einer Umbruchzeit gelebt. Und das ist jetzt, das behandelt jetzt das 4. Jahrtausend. Und das deutet sich an, dass die Schnurkeramiker und die Glockenbecherleute, die ja irgendwann Ende des 5. Jahrtausends sich gebildet haben, ne, um 3000, nee, das will ich nicht, muss ich aufpassen. Nee, das muss ich mir nochmal alles klären. Jedenfalls, irgendwann breiten sich die Indogermanen ja nach Mitteleuropa aus als Schnurkeramiker und Glockenbecherkultur. Und diese Ausbreitung, die haben sich mehrere hundert Jahre mitten zwischen den Bauern angesiedelt, haben sich aber nie mit denen vermischt. Und das ist manchmal 500, 600 Jahre lang so geblieben. Ne? Die haben also zum Beispiel die Glockenbecher, das sieht man auch in der Archäologie und jetzt versteht man seitdem die Archäogenetiker das auch sagen, man findet nämlich parallel nebeneinander Glockenbecherkultur in Hessen zum Beispiel. Ein paar Kilometer weiter findet man Schnurkeramiker und offensichtlich haben auch noch einheimische Bauern in der Region gelebt und diese drei kulturell und genetisch sehr unterschiedlichen Gruppierungen haben auch mehrere hundert Jahre
separat voneinander gelebt. Und das ist unglaublich spannend und damit versteht man sehr viel, auch ich verstehe dadurch sehr viel, was ich, zum Beispiel in Dänemark findet man das auch. In Dänemark sieht man, da kommen mehrere Kulturen plötzlich fast gleichzeitig an. Die Kugelamphorenkultur, als die sich nach Norddänemark ausbreitet. Da habe ich schon vor 10 Jahren einen Blogartikel geschrieben über diese Rinderwagengräber, die man da findet, wie eine Prozessionsstraße. Das waren ja Königreiche, muss man sich immer klar machen, im Mittelneolithikum. So, und die kommt dahin. Und aber gleichzeitig kommt schon die Schnurkeramikkultur auch nach Norddänemark und andere Kulturen auch noch. Also die sind scheinbar, haben sich, das war also diese Großreiche, wenn man jetzt ein Königreich hat, dann ist das wahrscheinlich früher, war ja wahrscheinlich früher immer so, dass unter einem Großkönig verschiedene Stämme gelebt haben und verschiedene Stämme ganz unterschiedlicher kultureller und genetischer Herkunft und dass die mehr oder weniger friedlich in einem Großreich zusammengelebt haben. Dafür gibt es ja eigentlich viele Beispiele, man macht sich das nur nicht so klar, wenn man das mal durchgeht. Und das habe ich in diesem Blogartikel behandelt, will ich aber jetzt auch nicht, denn ich bin langsam heiser. Also das ist sozusagen die, man könnte fast sagen, also die Art, wie die Indogermanen nach Europa gekommen sind, ist diese Art, dass man da, dass unterschiedliche Stämme auf engem geografischen Raum nebeneinander gelebt haben. Und das ist, dass man, die Archäologen fangen an, das zu verstehen, aber sie haben es noch nicht verstanden. Ne? Zum Beispiel, also der Anthony behandelt das insbesondere an einem, in der Weichselregion, in Kujawien. Die polnischen Archäologen haben da weitflächige Ausgrabungen gemacht und die haben das dort entdeckt. Ja. Ähnliches ist nun also auch für einen insofern gut erforschten frühen Siedlungsraum der schnurkeramischen Kultur zu beobachten, nämlich für die Landschaft Kujawien. Diese liegt südlich der Weichsel zwischen den nachmaligen Städten Bromberg, Thorn und Leslau. Also das war früher die Provinz Posen, die deutsche Reichsprovinz Posen und Westpreußen. Da haben immer vermischt Deutsche und Polen gelebt, jetzt in der Neuzeit und im Mittelalter, aber damals haben da Schnurkeramik gelebt. So. Und diese Landschaft sollte auch noch in späteren Jahrtausenden ein Kernraum der Siedlungstätigkeit von zuwandernden Völkern werden. Natürlich, die Goten und die Wikinger haben da gelebt. So, die Landschaft liegt in den einstigen, habe ich schon gesagt. Genau, und dort haben immer schon getrennt Ethnien voneinander gelebt. Die Deutschen haben da 1000 Jahre lang parallel zu den Polen gelebt. Die Deutschen hauptsächlich in den Städten, aber auch als Großgrundbesetzer auf dem Land und so weiter. Also das ist ein anderes Thema, aber dass Ethnien über lange Jahrhunderte hinweg getrennt voneinander, völlig ohne dass der eine den anderen massiv beeinträchtigt oder verdrängt, nebeneinander leben können, das machen wir uns heute auch nicht mehr klar. Also selbst wenn wir jetzt ganz viele, das wäre jetzt ein Ausflug wieder in die Gegenwart, wenn wir ganz viele Zuwanderer hier nach Europa haben und wir die nicht einfach, wenn da hier Fakten geschaffen werden, die man schwer rückgängig machen kann, ohne inhuman zu werden und so weiter. Ne? Das heißt nicht, dass die Deutschen untergehen müssen. Sie können auch daneben leben. Sie müssen sich um ihre eigenen Kinder kümmern. Das ist der Punkt und darüber redet niemand. Ne? Ständig wird nur vor die schlimmen Zuwanderer. Das ist nicht das Thema. Das ist eine blöde Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das Thema ist, wollen wir Kinder haben oder nicht? Wenn wir genug Kinder hätten, hätten Zuwanderer überhaupt keinen Platz. Aber wenn wir keine Kinder haben, dann ist ja Platz da. Ne? Und der wird besetzt. Das ist immer schon so gewesen. So, und jetzt Zitat von Anthony über die Zeit um 3000 vor der Zeitrechnung. Die Zuwanderer, die Schnurkeramiker, das waren unsere Vorfahren, brachten eine neue Wirtschaftsweise mit sich. In der Landschaft Kujawien konnten die Archäologen infolge des Baus von Autobahnen und Gasleitungen umfangreiche Untersuchungen vornehmen. Die Schnurkeramik brachte hierher ein größeres Ausmaß von Siedlungsmobilität, als eine solche jemals zuvor da selbst bestanden hatte. Die Kontinuität von Siedlungen ist bewertet worden anhand des Zählens von 3 Kategorien von Merkmalen. Bodenvertiefungen, also Pfostenlöcher, Gruben, Tierknochen und Keramikscherben. Die kurzzeitigen Schnurkeramiksiedlungen hatten weniger Bodenvertiefungen, weniger Tierknochen und deutlich weniger Keramikscherben pro Quadratmeter als jede vorhergehende oder jeder nachfolgende archäologische Kultur, einschließlich der zeitgleichen und genetisch unterschiedlichen Kugelamphorenkultur, die die Landschaft Kujawiens mit den Schnurkeramikherdenhaltern teilte.
So, das ist unglaublich spannend. So, also die haben nebeneinander gelebt, aber total unterschiedlich. Ne? Die Schnurkeramiker waren sesshaft, aber nicht wirklich richtig sesshaft, sondern sie haben ständig ihre Siedlungsorte gewechselt. So, Blutgruppen habe ich schon behandelt. Was gibt es hier noch? Was ist mit der Theorie, dass die Germanen aus Atlantis kommen, widerlegt? Aus Atlantis, ne, das ist die bronzezeitliche Wanderung. Ne, darüber habe ich einen langen Blogartikel geschrieben, dass man jetzt weiß, das ist also durch das Schlachtfeld an der Tollense, das ist großreiche, höchstwahrscheinlich großreiche in der Spätbronzezeit in Europa gegeben hat. Das ist ja die Zeit, wo der Jürgen Spannhut die Atlantis-Theorie formuliert hat, für die Atlanta. Und da ist es tatsächlich so, dass damals Großreiche in Bewegung gekommen sind. Die Schlacht an der Tollense in Mecklenburg zeigt das ja. Da sind Funde gemacht worden, die stammen aus dem östlichen Frankreich, und da sind Funde gemacht worden, die stammen aus dem Donauraum, aus dem Wiener Becken oder was. Und das sind unterschiedliche kulturelle Großregionen gewesen. Und da hat sich ein Heerzug offensichtlich zusammengetan und ist bis nach Mecklenburg hochgezogen. Und da oben ist ein neuer großer kultureller Großreich gewesen, nämlich die nordische Bronzezeit. Und man geht wahrscheinlich nicht viel, wenn man sagt, das hat der sehr namhafte dänisch-schwedische Archäologe Christian Christiansen eine große Studie gemacht, die ich da ausgewertet habe. Der sagt, dass das wahrscheinlich ein Zusammenprall von Großreichen war, was da an der Tollense in dem Schlachtfeld zu finden ist. Nee, weil eben die Funde das nahelegen. Und das ist kurz bevor Ägypten von den Seevölkern überschwemmt wird. Das ist also, passt genau zu Jürgen Spannhut. Das passt super, super genau zu Jürgen Spannhut und zu der Atlantis-Theorie, die er formuliert hat, die aber natürlich Tabuthema ist und die natürlich auch der Herr Christiansen mit keinem Wort erwähnt. Aber er sagt ganz klar, er sagt zum Beispiel, die mykenische, also er sagt Folgendes, er sagt, die nordische Bronzezeit ist eigentlich nur eine Außenstelle der mykenischen Kultur in Griechenland, weil er so viele Überschneidungen sieht. Man sieht eben die mykenische Kultur, man sieht, dass unwahrscheinlich viele, also es sind höchstwahrscheinlich Söldnertruppen aus dem skandinavischen Raum bis in den mykenischen Raum gekommen und haben dort als Söldner gedient und haben dann die Waffen von dort nach Hause mitgebracht und umgekehrt. Also da hat es einen regen Austausch gegeben. Und das ist ganz klar, dass sich aus sowas der Seevölkersturm ergeben haben kann. Also ich glaube, es deutet immer mehr darauf hin, dass der Jürgen Spannhut recht haben wird. Das ist aber lange später, ne? Wir reden, ich hatte jetzt 5. Jahrtausend erwähnt, jetzt sind wir im 2. Jahrtausend, in der Spätbronzezeit. Nee, also die Indogermanen, der Riesenstau, der fragt hier so komische Sachen, also... Ja, es sind ja berechtigt, wenn man sich nicht... Also das ist inzwischen alles klar. Die Indogermanen sind an der mittleren Wolga entstanden und sind von dort aus nach Asien gewandert. Die Indogermanen haben sich als Schnurkeramikerkultur bis nach Skandinavien ausgebreitet und von denen stammen die Atlanta, ne, also die nordische Bronzezeit, ab. Und die haben sich dann wieder ausgebreitet, aber eben mehrere Jahrtausende später. Ne, als Seevölker vielleicht, ne, als Seevölker. Die Seevölker stammen vielleicht auch aus dem Karpatenraum, aus dem Balkanraum. Das waren ja alles indogermanische Völker damals. In der Regel ist bei natürlichen Flussufern der Bewuchs so dicht, dass ein Treideln nicht möglich wäre. Das ist ein guter Einwand. Das kann man sich fragen. Aber eins ist sicher, die Völker in der Vorzeit, also so, ich habe einen langen Blogartikel geschrieben über die Havel, weil ich habe meine schöne Flussfahrt auf der Havel gemacht und da war ich total beeindruckt, wie viel Spaß das macht mit einem, das war so ein, weiß nicht, 15 Meter langes Boot, mal ein Motorboot, wenn man da auf der Havel fährt, am Oberlauf der Havel, das ist unglaublich eindrucksvoll. Da ist mir erst bewusst geworden, ich habe Vorfahren, die sind Havelfischer gewesen und Havelschiffer gewesen. Ne? Die haben Ziegeln aus der Region da Premnitz bis nach Hamburg gefahren. Mein Urgroßvater, der Großvater meiner Oma ist der Ururgroßvater, der hat aus der Ziegelei in Bützer hat er mit seinem Kahn, mit seinem Schleppkahn Ziegel nach
also um die Jahrhundertwende, 1900, war der Ziegel nach Hamburg gefahren. Und diese Schleppkähne, die konnten flussabwärts sich treiben lassen. Flussaufwärts wurden sie damals schon von Motorkähnen zurückgezogen. Aber wenn man im Museum in Havelberg, das ist sehr sehenswert, da kann man sich über die Geschichte der Flussfahrt und über das Treideln und so weiter sehr kundig machen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und die Flusswege waren früher die Haupthandelswege. Im 18. Jahrhundert in Preußen ist der größte Handel über die Flüsse passiert. Und das ist ohne Motor passiert. Die haben Segel gesetzt, die haben aber auch getreidelt vor allem. Die haben also die verschiedensten Methoden benutzt. Gibt es noch andere Methoden? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Treideln und also diese Flussufer, die heute so unberührt uns erscheinen, die müssen im 18. Jahrhundert alle Treidelwege aufgewiesen haben. Da habe ich noch nicht den Blogartikel über die Atlanta, willst du haben? Kann ich dir noch raussuchen. Da kann man suchen Christiansen. Wo willst du, dass man meinen Blog besser intern durchsuchen kann als extern? Aber wenn du suchst Ingo Bading und dann Tollense, dann findest du das wahrscheinlich auch. Also, der große Krieg, der zum Seevölkersturm führte. Super spannendes Thema. Also, ich sage, also auf meinem Blog, da findest du so viele spannende Sachen, die du nirgendwo anders findest. Zumindest nicht in deutscher Sprache. So, ich stelle das hier mal gleich in den Livestream rein. Da ist er. So, du sagtest vorhin selbst, dass ein Kind circa kostet in der Erziehungszeit. Nun, diese Kosten entfallen für aktuelle Zugereiste komplett. Das stellt schon, diese ganze Lehre, dass man nicht diskriminieren dürfe, das ist sehr in Frage zu stellen, ob das die beste Lehre ist. Also Völker an sich haben auch einen Wert. Das muss man einfach mal den ganzen Globalisierern ins Stammbuch schreiben. Die kulturelle Vielfalt der Völker an sich hat einen Wert. Und das deutsche Volk ist ein Volk von 100 Millionen Menschen und hat als dieses Volk, genauso die anderen Völker, Engländer, Franzosen und so weiter, die haben als diese Völker mit vielen Millionen Menschen Geschichte gestaltet, und die Zukunft kann nicht von irgendwelchen kleinen Minderheitenvölkern, sondern solche Völker müssen sich als diese großen Völker weiter fortpflanzen. Und da ist schon zu fragen, wie das in einem multikulturellen Staat sein soll. Ob man da nicht doch sagt, die einheimische Bevölkerung wird, was Geburtenpolitik betrifft, bevorzugt. Da habe ich doch meiner Meinung nach, muss es da viele Gründe geben, denn die Zugereisten, die sind ja nicht vom Bevölkerungsrückgang bedroht. Ne? Die Deutschen sind vom Bevölkerungsrückgang bedroht. Also muss man für die Deutschen eine separate Bevölkerungspolitik machen. Ja, wird doch in der AfD alles nicht diskutiert. Ne? Also da hat man sich doch unendlich weit von allen wesentlichen Fragen entfernt. Stecknitzfahrt über die Flüsse, weiß ich jetzt gerade nicht, was das heißt. Ich meinte, wo finde ich deine Blogartikel? Na, da habe ich dir einen Blogartikel gegeben und auf dem Blog findest du ganz viele andere. Ich habe sie auch in die Live-Chat-Beschreibung schon reingestellt, alle Blogartikel, die ich gerade eben behandelt habe. Ja, ich habe schon gesehen, ich komme hier. So, dann habe ich noch einen Blogartikel reingestellt, der ist eher so kulturgeschichtlicher Art. Wollte ich auch noch behandeln, wenn ich Zeit hätte, aber habe ich jetzt nicht. Ich habe gestern bin ich auf einen ganz tollen Artikel im Deutschlandfunk gestoßen, über die Tagebücher eines deutschen Patrioten, der um 1800 in Hamburg gelebt hat. Und ihr könnt ja mal den Blogartikel lesen. Ich finde den klasse, den Mann. Und ich finde es auch klasse, dass der Deutschlandfunk ohne jede kritische Einwände, ohne jede Vorbehalte das einfach auch feiert. Gibt zum Beispiel den Satz, die Achtsamkeit, die wir heute neu zu entdecken meinen, scheint vor 200 Jahren selbstverständlich gewesen zu sein. Ein wesentlicher Umstand, ganz wesentlicher Umstand. Und damals ging eben Achtsamkeit, was wir heute Achtsamkeit nennen, und Patriotismus gingen damals Hand in Hand. Und das kann man an diesem schönen Rechtsanwalt aus Hamburg sehr schön aufzeigen. Und das ging im Laufe des 19. Jahrhunderts irgendwann verloren.
dass es selbstverständlich ist, als Patriot zugleich achtsam zu sein. Und ich glaube, diese Eigenschaft müssen wir wiedergewinnen. Und das soll jetzt mein Schlusswort gewesen sein. Und jetzt zum Schluss noch ein bisschen Musik. Habe ich das an? Oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder weggeklickt. Aber das war das Adieu von Bach. Das noch gerade. Da. Ja, ich habe einen Computer, der arbeitet sehr, sehr langsam. Thank you.